Einen wunderschönen Tag, meine Freunde. Willkommen zur letzten Folge von La Live. Eigentlich sollte das letzte Mal ja im Prinzip das Finale sein, da das Ganze aber nicht so gut geendet ist und nicht so positiv, wie ich das gerne gehabt hätte, habe ich gesagt, ich mache das Finale nochmal unter anderen Umständen, unter schöneren Umständen neu. Das heißt, ich habe mir Julie und Gippy dazu geholt, um nochmals die Tech Cave zu machen, allerdings auf Gamma und unter dem Vorbehalt, dass wir unter Umständen cheaten werden, da die beiden ja sehr, sehr unerfahren in Ark sind und es mir darum ging, dass sie ein bisschen von der Story mitbekommen. Das heißt, sollte es abzusehen sein, dass wir den letzten Boss nicht schaffen, würden wir zu Hilfsmitteln greifen. So viel schon mal vorweg. Stop. Und jetzt viel Spaß damit. Also, okay, pass auf, ich erzähle Folgendes, ne? Ich mache das allumfassend, das ist dann auch für euch gut und auch für die Zuschauer. Also, weil ich ja gesagt habe, es ist Finale, das steht jetzt auch bei mir im Titel. Und alle, oh, Finale, was für Finale? Was ist hier los? Also, ne, Gippy hat das ein bisschen mitbekommen. Letztes Mal ist nicht ganz so gut gelaufen, um das einfach Long Story Short-mäßig auszudrücken. Es sollte letztes Mal vorbei sein, hat nicht geklappt, durch Probleme und Umstände, ist egal. Deswegen machen wir das jetzt heute nochmal mit euch, aber quasi ein bisschen abgeschwächt und geplant. Das bedeutet, ich habe mir gedacht, ich hoffe, wir schaffen das. Falls nicht, werden wir abkürzen mit Cheats. Das ist aber egal. Ja. Mein Plan ist es, dass wir heute zusammen, oder ich mit euch, sagen wir es so, alle Bosse machen. Alle, komplett alle Bosse vom einfachsten bis zur End-Cutscene-Boss. Oh, auch den, den wir nie gemacht haben, weil Julie da gestorben ist und wir dann rausgestorben sind. Yes, alle. Weil das es war einfach. Die Akademie, die wurde nie zu Ende geführt. Gut, das ist der grobe Plan. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Ich habe ja jetzt mal. Ich habe ja 4 Stunden angesetzt. Ich habe mir 5 Stunden für dich freigenommen. Okay, ich wusste nicht, dass wir uns jetzt gegenseitig überbieten, aber cool. Ich habe den ganzen Tag für dich freigenommen, okay. Oh, yippie, ey, ich werde ganz süffig. Yippie, aber bei mir nicht, oder was? Was ist das? Schweinebacke, nee, da habe ich mich dran gewöhnt. Ich dachte, Love Evolved. Ja, aber kann nur einen geben. Pass auf, ich hab folgende Frage an euch. Ich bin mir da nicht ganz sicher. A, geht es darum, ich weiß nicht, ob die das verdient haben. Und B, müssen wir trotzdem, je nachdem, den Nerf halt schlimmer machen. Ich habe mir gedacht, eventuell könnte man fürs Finale wieder alles umsonst machen, quasi. Also. Das war bei dir letzte Woche? Nein, nein. Ich habe das einmal gemacht. An meinem Geburtstag habe ich gesagt, alle Leute bekommen ihre Punkte zurück, die irgendwas kaufen. Das Ganze würde aber hier, also das könnte man nochmal machen. Ich würde dann aber sagen, also ich will ja sowieso nerven, ne? Ich habe keine Lust, dass die uns unendlich auf den Piss gehen. Wir können das ruhig umsonst machen, aber hast du den Cooldown dann auch ein bisschen angepasst? Das ist das Ding, das möchte ich dann machen. Also ich habe es noch nicht getan, aber das würde ich dann machen, dass wir das irgendwie, wir müssen das mit Cooldown regulieren, weil sonst wird das zu extrem. Okay. Oh, die Wyvern hat Hunger. Ich hole euch mit Drachen ab und ich bringe jedem von euch einen Drachen mit, okay? Geil. Ja. Ich würde dann, die Idee war auch zu sagen, wir machen mehrere Ruhephasen. Also wirklich in Situationen, wo wir sagen können, okay, ich möchte jetzt, wir wollen jetzt hier Fortschritt machen. Also ist jetzt Ruhe, weil sonst kommen wir nicht voran. So, das ist nämlich was die halt häufig gerne machen, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt hier den und den Dino tamen, dann warten die, bis ich damit beschäftigt bin, weil dann bin ich ja quasi an die Position festgepinnt, ne? Und dann geht's los. Also ja. Schmeißen die mich mit Dinos, bis ich tot bin. Coming. Am Wasser oder was? Staffel. Ich bin hier. Oh Gott, Julie. Das Schwein ist einmal gestorben. Wie kannst du? Nein, nein. Du kommst doch gar nicht. Du wirst uns nachher. Wie heißt du das Schwein, Julie? Das ist die Kill-Message. Das ist eigentlich darauf ausgelegt, dass ich mainly alleine bin. Wo bist du? Hier kommt ein Dino. Seht ihr mich? Ich bin am Himmel. Da, ich sehe dich fliegen. Bist du sicher? Hier bin ich auch. Am Wasser, direkt vor dir unten. Ach, da seid ihr. Perfekt. Ich bin ein Dino. Bist du nicht? Du hast Lag, den ich geskippt. Ich bin ein Dino. Geht das eigentlich noch? Oh, das geht noch. Was ist das denn hier? Ich bin an der Option, ey. Ich wollte nur testen, ob das noch funktioniert. Mein Drache ist ein bisschen bloody. Was ist denn toller Saurier? Hallo, komm in meinen Tribe. Ey, lauf doch nicht mehr vorbei. Kann man da. Hallo. Oh. Okay, möchte. Wenn ich den jetzt schlage, wie kriege ich nochmal bei, Kay? Du musst mich anreden. Eh halten, Judy. Du willst ihn nicht schlagen, Gippy, das ist dein Freund. Der ist meiner, aber der ist blutig. Nee, der ist nicht deiner, guck mal hier. Sag mal 1 oder 2, Gippy. Nee, Judy darf sagen. Judy, sag 1 oder 2. 1, 2 oder 3. Nein, 1 oder 2. 2. 2? Okay, dann ist das hier deiner. Also ich habe alles auf Ebene, das ist deiner. Aber das Spiel sieht so kacke aus. Danke. Oh nein, du hast grün. Nein, das ist grün, das ist doch kein Türkis. Das ist sowas von Türkis. Das ist doch kein Türkis. Oh geil.
Wie gehe ich runter? Wie mache ich denn die Pistole aus? Boah, bist du so schön. Ich will aus und Haus. Moni, kannst du nicht den roten nehmen? Nee, rot ist ja Akro. Oh, nein. Passt zu dir besser. Du bist ein Vampirdrachen quasi, Gibi. Ja, der ist auch besser. Du kannst da hinten, guck mal, ich bin der Blitzdrache, Blitzpapa-Drache, Julie ist Wasserdrache und du bist Vampirdrache. Vom Alter bist quasi, passt das auch, dass du der Opa bist. Ist richtig. Guck mal, du kannst hier hinten, du kannst die Schildkröte hier hinten aussaugen, theoretisch. Ich muss jetzt hier erstmal Einstellungen treffen, Kelly. Mach du das. Du musst doch in deiner besten Leistung haben, oder? Das ist richtig, dann brate ich so lange die Schildkröte. Oh Gott, ich hasse es, damit zu zielen. Du kannst mit Rechtsklick... Ach, du bist... Oh, nevermind, du bist ein Feuerdrache, ich hab's vercheckt. Ich bin ein Feuerdrache. Ja. Was kannst du, Julie? Julie ist ein Wasserdrache. Oh, das passt ja zu uns. Ich bin Feuer, du bist Wasser. Ich bin Blitz. Du bist Blitz. Oh mein Gott. Yes. Hallo, das tut weh. Schmackofatz. Das ist gleich tot. Nein, tut nicht weh. Los, wir fliegen jetzt nach Hause. Aber warte mal, sind die gelevelt? Sonst muss ich euch kurz... Ich bin auf Level 1. Level mal volle Möhre in Stamina rein einfach. Mit F. Genau, mit F. Stamina. Ein bisschen Weight, so den Rest einfach alles Stamina rein damit. So, okay, wir fliegen los, folgt mir. Hierher. Yes, wir müssen in diese Richtung hier. Let's go! Bin ich richtig? Nee. Da. Ein bisschen weiter nach rechts. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so cool! Mein Saurier ist jetzt so Regenbogenfarben, guck mal. Oh Mann, das ist so unfair! Ich hab den geilen Nummer 2 Weil sie freut sich nicht mal, dass der toll ist, sondern einfach nur, weil der besser ist als der von Gippi. Nein, guck mal, wie schön. Überrascht dich das, Kay? Nee. Weißt du, was deiner nicht kann, Juli? Feuerspucken, ja. Das ist wichtig. Und weißt du, was deiner nicht kann? Ja, was denn? Kotzen Wasser oder was? Ja. Wasserkotzen, mehr kann er auch nicht. Ich werde eure Sachen zusammensuchen, eure 7 Sachen, um euch kampfbereit zu machen. Und danach sage ich euch eure Mission. Erstmal ist das deine Aufgabe. Gib mir, nimm diese Waffe und diese Munition und töte mal bitte alles, was hier hinten in diesem Raum steht und eine lange Zunge hat. Geil. Hier drin. Auch die Frau? Ah, alles. Eine lange Zunge? Die haben... Ja, okay. Habt ihr eine lange Zunge? Einfach alle abschießen. Nein, das sind keine Haustiere. Ich muss. Er hat es gesagt. Es ist nicht einfach so. Es passiert einfach. Hier die fliegen hier rum. Ey, der reibt mich an, Kel. Der reibt mich an. Warum greift er denn an? Ich bin nein, nackt. Das war nicht gewollt. Ich bin nackt und du schickst mich da rein. Ach, da war. Also, das war jemand, der. Da gehörte einer, gehörte nicht. Das war ein Imposter. Der was Waffe. Machen Sie hier? Aua! Das stand bei dir doch auch. Scheiße, wieso ist dein Gippi jetzt gestorben? Ja, weil da ein Juckel rumläuft. Wer ist hier der Imposter? Der Rote. Nee, der Rote ist es nicht. Wie komm ich denn jetzt dahin? Du kannst hier einfach respawnen. Hallo. Hey, hier ist doch gar keiner. Woran bist du gestorben? Doch, ich hab den ja schon halb getötet. Hey, hier ist ein Turret aus. Warum? Weil du es ausgemacht hast. Ich hab Tollwut. Nee, scheiße, ich werde sterben. Ich bin verletzt. Hey, du hast Tollwut. Hey, hilf mir, ich sterbe jetzt. Ich kann nichts machen. Haha, das Schwein ist gestorben. Ich sterbe jetzt. Och Mensch, das Julie, Schwein ey. Mann, warum sterbe ich denn jetzt? Warum stirbst du jetzt? Ja, Julie. Da bist du wohl einfach. Das Schwein ist einfach gestorben. Hey, ich weiß nicht, was das richtige Bett ist. Das, was zu Hause ist. Die sind alle gut. So, lass mich weitermachen. Ich bin du kannst... Wie dein Charakter hier steht! Warum macht der denn den? Warum hat der keine Waffe mehr? Ja, ich hab die... Hä? Ne, gute Frage. Warte mal. Warum hast du auch die Pest? Ich hab... Ach nee, wir haben uns gegenseitig wieder infiziert. Bin ich jetzt auch krank? Du bist auch krank. Gib mir hier, ich habe aber Heiltränke. Die können dir helfen. Ach Mann. Hier, warte. Ich... Hier, für deine Julie. Uns für Julie und für Yippie. Damit könnt ihr gegenheilen. Nee, deine Leiche ist, dass die hier infiziert. Ich hab's auf den Boden geschmissen. Ja, weg damit. Aber. Ey! Was soll denn das jetzt, Kay? Warum bist du jetzt tot? Du hast mich getötet! Also. Doch! Ach Mann, Kay, das soll ich dann ehren. Das fängt ja gut an. Und ich bin schon wieder auf der anderen Seite gespawnt. Ach Mann. Krank. Ja, okay. Infizierung. Nein, 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 nein. Du musst nur einfach, wir müssen das jetzt aussitzen, Julie. Du darfst nicht sterben. Du musst. Okay. Der eine Dino hat noch eine Kryptokapsel. Nee, meine Leiche. Okay. Ah, ich bin tot. Ich bin runtergefallen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, okay. Das ist ja wirklich. Also, das ist ja eine Scheiße. Inkompetent. Wie viel Leben haben wir, Kay? 10. Wie ist es gemacht? Wir haben 10 Leben. Ja. Wisst ihr?
dann muss ich einen neuen Charakter machen. Okay, kannst du die Regeln nochmal umstellen? Eventuell können wir da aber auch noch ein bisschen an den Regeln drehen. Ja, wir hätten uns ja mal vorher sagen können, okay, bevor wir reingehen. Pass auf. Du mich tötest. Hier, Gippi, du musst. Ich wollte dich nicht. Ich muss immer durch, aber Judy blockt. Nimm die Tränke. So, du musst jetzt. Ihr müsst jetzt. Wir müssen das jetzt aussitzen. Ihr müsst jetzt auf euer Leben achten und wenn ihr Low Life habt, dann trinkt ihr den Trank, okay? Mein Kryptovieh ist hier irgendwo drin. Trinke den Trank. Hey, wo ist meine Leiche von ihm? Die hab ich abgebaut. Aber wo ist denn der? Ich weiß es nicht, Hippie. Ich weiß es nicht. Mann, und hier brummt es die ganze Zeit. Alles ist laut. Es ist nur am Brummen nervt. So, ich hab das ausgemacht. Ein Brummen weniger. Aber wo ist denn jetzt hier mein Zeug? Ich hab keine Ahnung. Da ist die Schrotflinte. Neuer Kay. Oh, was? Wo hast die? Nee, das ist eine andere. Sicher? Ja. Ach du Scheiße, ich sterbe. Oh, oh. Ja, du musst Tränke trinken. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hey, das geht nie runter, ist immer wieder bei 80 Sekunden. Dann liegt hier irgendwo eine infizierte Leiche rum oder so. Ja, unten im Boden wahrscheinlich. Nein, wir infizieren uns gegenseitig. Nein, wir infizieren uns gegenseitig. Wir müssen. Wir brauchen Quarantäne, alle jetzt weg voneinander. Richtig, wir müssen Abstand halten. Ja, aber mein Dino ist ohne Scheiß. Da oben! Gib dir halt beide. Ja, guck mal, dann gebe ich dir auch eine, okay? Aber du weißt, dass wir uns gegenseitig töten werden jetzt, ne, durchgehen. Es ist nicht gut, weil wenn ihr kein Leben habt, dann werdet ihr nicht mehr respawnen können. Da müssen wir einen neuen Char erstellen, da musst du uns einen neuen Tribe einladen und so ein bisschen, ne? Das ist Julie? Furchtbar. Julie, du musst dich jetzt benehmen. Du musst dich jetzt benehmen. Was ist denn mit dem los? Okay, was macht der? Das ist Spider-Man. Ew. Der ist... Oh, jetzt bimpst du den anderen. So. Problem solved. Wieso bin ich denn nochmal gestorben? Ich bin gespawnt und bin instant tot. Warum bist du nochmal gespawnt? Das ist so ein technischer Fehler gewesen. Pippi, wenn du jetzt aufhörst, dann erschieße ich dich nicht mehr. Juli, du hast kein Aim. Als ob du mir drohen könntest. Juli, ich bin nackt. Ich bin auch nackt. Mhm. Er hat zweimal einen Header kassiert und sagt, ich habe keinen. Juli, du brauchst dir keinen Header geben. Das ist alles One-Shot. Wir sind nackt. Wir haben keine Klamotten an. Er schafft sogar Kay. Ich habe dir trotzdem einen Header gegeben. Okay, Kay, hast du jetzt eine Ausrüstung? Ich will nämlich Serious Gaming hier betreiben. Ach so? Ja. Bitte helfen Sie mir. Sieht nicht so aus. Wo ist ein Dino im Weg? Hier. Mann, ist weg. Gedacht, die müssen alle weg. So. Ja, wollte ich ja machen. Die sind entfernt. Mann, Gippi! Okay, Gippi hat es echt jetzt. Gippi, ich hab aufgehört und du machst. Juli, du hast mich zweimal getötet, obwohl ich dich einmal getötet habe. Du hast auch verdient. Also, ja. Wenn ihr mich fragt, sah das auch so aus, als wollte Gippi auf den Megalania schießen. Wollte ich auch. Alter, wollte ich auch. So gefaked. Wir haben die Brücke weggemacht. Wir haben die. Was? Juli. Die Brücke ist weg. Juli, ist sie nicht? Wir sind jetzt dead even. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das ist jetzt. Also, das war ich nicht. Das war ich wirklich nicht. Da habe ich nichts mit am Hut. Ich habe es genau gesehen. Okay. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe es nur gesehen. Ich habe es beobachtet. Im Hintergrund. Mann, Juli, wir müssen uns jetzt nur zusammenreißen. Ich habe hier ein Projekt zu tun. Juli ist daneben gesprungen, oder? Die ist einfach und da hat sie mich eben ausgelacht, weil ich das gemacht habe. Ich bin nicht daneben gesprungen. Oh nein. Ich bin nicht daneben gesprungen. Ich glaube schon. Nein, jemand hat die ausgemacht. Nee. Nix, du warst nicht mal auf der Brücke drauf. Du lügst, Juli, du warst nicht mal auf der Brücke drauf. Ich hab das genau gesehen. Okay, pass auf, ihr müsst euch jetzt gleich mal zusammenreißen. Ja, ich bin jetzt zusammen. Hey, ich koche so. Essen und Waffe. Du hörst jetzt zu. Eine Rüstung. Nix. Du hörst jetzt zu. Folgendes passiert jetzt. Wir werden das jetzt gleich aktivieren, ja? Und ihr müsst bedenken, dass wir machen das etappenweise, okay? Wir aktivieren gleich erstmal alles. Ja? Alles außer die Gigas, die sind für heute raus, weil das ist zur Eskalierung. Das geht nicht. So, das heißt, wir bekommen dann gleich, hoffentlich bekommt ihr Drops und sowas, ne? Und wenn ihr Drops habt, dann könnt ihr euch eure Rüstung da zusammen looten und sowas. Was? Wir starten ohne Rüstung? Ihr wollt ja, pass auf, ihr müsst das... Warte mal, du kriegst eine Rüstung als Veteran und wir kriegen keine? Ihr kriegt was? Hier, guck mal hier oben. Au, warum schießt du auf mich? Da oben ist Zeug drin. Nimm die Rüstung raus. Ihr müsst jetzt Folgendes machen. Ihr müsst das, was ihr braucht... Warum ist Julia eigentlich Level 28 und du bist Level 1? Ja, das sieht man mal, wer Pleb ist und wer nicht. Ihr müsst gucken, dass ihr die Leute natürlich... Ihr müsst euch von eurer besten Seite zeigen. Ihr müsst sie dazu bringen, dass sie euch das geben, was ihr braucht.
Ich glaube, wir haben schon gezeigt, dass wir absolut nichts drauf haben und deswegen alles brauchen, was wir... Ich habe gezeigt, dass ich zwei Header machen kann. Judy, okay. wir haben übrigens jetzt über eine Stunde noch nichts geschafft und wir müssen jetzt... Ja, habe ich doch gesagt, Chris. Wir müssen noch ein paar Sachen machen. Es gibt kein Teil 2. Nächsten Sonntag wieder? Nein! Wir schaffen das heute nicht. Was tut dir leid, Gibi? Dass wir so kacke sind gerade. Du hast hier geschossen. Was muss ich denn leveln? Ausdauer oder? Du kannst leveln, wie du möchtest. Du solltest auf jeden Fall schnell sein. Im Endeffekt. Warum schaffst du mir echt? Hast du mir gerade den Kopf geschossen? Ich hab mal komplett im Arsch. Ja. Oh. Also, okay, nimm mir SWAT-Sachen, die hier drin liegen. Du kannst. Nimm, was du willst. Wir machen jetzt Folgendes. Was ihr braucht, ist ja Erfahrung. Und Items, ne? Das heißt, ihr wollt natürlich dafür sorgen, dass die Leute euch das geben, was ihr braucht. Warte, er nimmt einfach die Sachen raus, die ich nehmen wollt. Oh Gott, Entschuldigung. Du hörst mir auch nicht zu, oder? Sie betreibt halt einfach weiterhin Futterneid, obwohl ich ihr schon sage, wo unendlich Fische sind. Also die Zuschauer sagen uns, geben uns jetzt gleich Kram. Also die Zuschauer sollen uns gleich Drops geben. Die sollen euch Drops geben und die sollen die XP-Rate erhöhen und so ein Zeug und so ein Zeug. So. Und im besten Fall sind... Jetzt klappt's. Da steht der, die Wyvern da oben steht aber auch echt kacke, ey. Die steht echt kacke, wer hat die denn da hingestellt? Die ist rot, die ist von dir. Ich weiß, ich hab die da abgestellt. Ich hab die weggeparkt. Ja. So, ja, und dann nehmt er da alles und dann... So, warte mal, meine Wyvern hat erstmal Hunger, okay. Das ist okay, die ist gleich eh tot. Wie? Hä? Die wird wahrscheinlich gleich sterben, ja, sind wir mal realistisch. Oh nein, Julie, unsere Dinos werden sterben. Das ist richtig. Ihr dürft keine allzu krasse Beziehung aufbauen. Das hält nämlich eh nicht lang. Das funktioniert nicht bei uns, ey. So, seid ihr bereit? Pass auf, wir versuchen das. Wir machen das jetzt an und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich versuche in der Zeit vielleicht mal ein bisschen... Also ihr guckt, dass er bekommt, was er braucht. Ich kann euch ja... Ich hab nichts zu essen. Wir brauchen erstmal was zu essen, Kay. Grundlage. Was zu essen. Ist hier in dem Grill drin. Könnt ihr euch rausnehmen. Hier drin. So, was ist mit zu trinken? Ich bin überladen. So, ihr, pass auf. Dabei Mods, ihr könnt anmachen. Wir machen das jetzt an. Was haben wir aus? Wir haben Gigas aus, wir haben Random Dino aus, wir haben Wyvern aus. Die Sachen sind zu krass, da braucht ihr auch gar nicht zu heulen. Ihr seht ja, wie viel Plan die von Ark haben. Wenn ich euch jetzt sage, ihr könnt hier mit dem Scheiß rumballern, dann ist gleich sofort vorbei und die haben keinen Bock mehr. Selbst ein Raptor ist zu krass für die. Wenn es zu viele werden, ja. Deswegen, sobald es zu viel wird und ich sag, wir machen aus, dann ist aus. Weil sonst ist es scheiße, dann haben die nämlich keinen Bock mehr. Hier geht es heute nicht darum, die des Todes abzufacken. Bedenkt das bitte. Es geht darum, dass wir in erster Linie Spaß haben. Dass wir alle Spaß haben. Und dass es nicht Spaß ist, in dem Fall nicht, den 500 Raptoren auf den Hals zu setzen. Ne? Um die ganze Zeit umzubringen. Ihr seht, die haben sich selber schon 6-mal gekillt. Von daher, alles gut. Alrighty. Dann machen wir los. Und seid in erster Linie bitte nett. So, ich musste mich kurz muten, sorry. Ja, wir brauchen was zu trinken noch. Was zu trinken. Trinken gibt es immer hier unbegrenzt. Kommt zu mir. Was ist das? Was soll das? Hier ist Wasser. Ja, das ist jetzt an. Ihr seht das jetzt zum Beispiel... Ach du Scheiße. Was sind das? Ah ja. Was ist passiert? Die Julie ist weg. Ja, hier... Müssen wir drauf schießen oder was? Nee, hier sind eure Drops. Oh verdammt, Julie. Ich muss hier raus. Julie, geh mal durch. Ah! Oh nein, sind wir. Was müssen wir machen? Julie, geh mal weiter hier zum Drop links neben dir. Hier. Oh, bitte, Julie, kannst du einen Meter nach vorne gehen? Da kann ich auch noch mitgucken. Zum Öffnen erforderlich. Ja. Guck mal, ihr habt XP-Buff. XP ist mal 2 Millionen jetzt. Seid ihr zum Beispiel zufällig schon Max-Level? Nee. Oh, wir haben ein Schild bekommen. Julie, lebst du noch? Ja. Wo bist du? Am Boden. Bei den Drops. Okay. Da kam was. Ihr müsst. Was ist passiert hier? Ja, die. Ich kann nicht aufstehen. Julie. Die ganzen. Sind die Bösen? Das. Warum? Ja. Was passiert? Oh nein! Ein Inside-Job! Das ist. Die müssen weg. Schießen, Julie. Erschieß sie, Julie. Oh. Nicht mich, bitte. Ach du Kacke. Ich hab nur noch halbes Leben. Ich glaube, jemand hat auf mich geschossen. Ja, ich glaube, ich habe auf dich aus Versehen geschossen. Ach du Kacke. Also, ich habe keine Performance mehr. Ich dachte. Ich auch nicht. Okay, Entschuldigung. Was wird denn das hier? Sag mal. Irgendwas beißt hier.
nochmal nach. Ah, Scheiße, hier ist alles drin. Wo sind die denn hier drin? Weil die, das war ein Inside-Job. Die sind, die wurden hier als Eier hingebracht und sind dann geschlüpft. Wir müssen die Eier deaktivieren. Stopp, Eier ausmachen. Oh Gott, wir müssen hier weg. Wir kommen nicht weg. Freunde oder Feinde? Das sind Feinde, aber wir kommen nicht raus. Ich bin stuck. Ich bin in einem Demo. Da brauchst du ein Step-Dino. Ich bin viel zu groß für dieses Spiel. Junge, ist alles voll. Hier ist alles voll. Ja, das mit den Drops, das war auch so geplant. Kannst du uns hier raus looten, Gippi? Ja. Ja, hab schon. Loote uns raus. Aber ich lebe noch. Julie, wir wollen die Base verlassen. Oh Gott. Ich hab einen goldenen Bogen. Alter, was ist denn hier drin gespawnt? Scheiß Schildkröte. Eier sind aus, perfekt. Okay, wir hatten ein riesiges Eierproblem. Das war das Ding. Hier ist ein Typ. Julie, wo bist du? Komm aus der Base raus. Hier ist ein Typ, das bin ich, Julie. Okay. Julie, guck mal hier, du wolltest doch Rüstung und so. Hier, kannst du alles looten, das Zeug, was hier hängt. Drauf. Weil das sind die K-Special-Drops. Lol. Das ist ja witzig. Da sind Pilze drin, das ist nichts für Julie. Julie, nicht die Pilze essen. Irgendwie ich auch gar nicht. Ach du Kacke, was machen wir denn mit den ganzen Tieren hier? Da ist doch gar nichts drin hier in dem Drop. Was ist denn das? Was ist das für ein Riesenvieh? Das ist eine Schildkröte. Oh Gott. Das ist ein Bronco, oder? Oh Gott, oh Gott. Nein, das ist eine Schildkröte. Die muss vor allem weg. Oh oh. Kann man hier rausgehen oder werde ich dann getötet? Kann ich die töten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war viel zu viel. Oh mein Gott! Nee, die Weibern von Julie! Was ist? Die Weibern von Julie. Die ist tot. Okay, ich versuche mal die Schildkröte zu entfernen. Wir müssen sie retten. Die ist schon tot, Julie. Ist kein Durchkommen. Ich bin beim Dungbeetle. Okay. Ich will die weg haben, aber es geht nicht. Weil hier eine Million Tiere gerade gespawnt sind. Yes. Ist das bei dir auch immer das so dann? Nee, nicht so extrem. Aber ich Julie, uns, ja? Kannst du... Ja, auch, weil alles mal drei ist. Du kannst gerne alle Drops hier looten, bis du Rüstung hast. Aber das sind nur Baupläne für Rüstung. Ja, dann kannst du... Die kannst du ja wegschmeißen. Man kann in der Base nichts machen, ne? Weil da alles feststopft. Gottes Willen. What is happening? Was passiert hier? Okay, warte mal. Nur mal so. Ein Wolf. Au! Ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Nee, nicht so ganz. Vielleicht war das nicht so überdacht. Was passiert, wenn... durchdacht meine ich. Was passiert, wenn ich... Kann ich das... Kann man die mit Destroy Wild Dinos entfernen? Geht nicht. Gibt's einen Befehl, um die zu entfernen? Das sind alles Stuck hier. Alles Stuck. Irgendwie spawn Drops in mir, oder? Es ist ein Flügel. Ja, auch das passiert. Nee, der Flügel schiebt uns immer weg. Ja. Sind bei dir hier noch... Oh mein Gott. Oh! Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, das war definitiv zu viel. Wir müssen das mehr regulieren. Ja. Also das geht so nicht. Das geht nicht. Ich versuche... Oh, ich hab ein Sturmgewehr. GZ-Gippi. Goldenes. So, lootest du noch weiter? Okay, ich habe den Giga geclaimed. Nee, ich komme da nicht hin, weil die Schwänze mich immer wegschleudern. Ja, die Schwänze. Die Schwänze, die schleudern. Okay, das sieht gut aus. Okay, ich bin dabei, ein bisschen aufzuräumen gerade. Ai, okay. Was ist denn für eine Schildkröte? Das ist eine Mega-Chelon. Ich glaube, ich mache Schaden gegen die. Aber 116 nur. Willst du die jetzt killen oder nicht? Ja, drauf. Was ist das? Velonasaurus. Die schieb ich alles weg, die Blöde. Wir müssen das ein bisschen... Ja, das Problem ist, dass die in der Base drin stehen und deswegen ist deren Hitbox ein bisschen gefroren. Also, wenn wir hier so in den Raum gucken, dann dürfen wir hier doch einfach nur reinhalten, oder? Das müsste, ja, theoretisch müsste das gehen. Ich kann mal rein. Ich hab Hunger. Der Giga ist tot? Oh, okay. Soll ich da helfen? Komm, wir schießen hier rein. Ich hab die Notbremse gezogen. Danke, Yoshi. Irgendwie müssen wir das hier alles wegbekommen. Alter, das ist aber... Breeding ist 20 millionenfach. Das muss entfernt werden. Wie kriegen wir das klasse hin? Klasse Projekt bisher. Aber bisher lag es auch an uns, Juli. Es gibt... Weil alles dreifach kommt wegen uns. Was ist, wenn ich... Ja. Kann ich? Ich versuche mal ein bisschen. Ich brauche Munition. Was ist, wenn wir erstmal probieren, dass es einfach kommt? I fixed it. Ihr habt wieder FPS. Ja! Was hast du gemacht? Okay, destroy all enemies ist der magische Befehl, um das zu entfernen. Oh Gott. Und jetzt? So, jetzt könnt ihr erstmal in Ruhe die Drops looten. So,
Und ich heb mal die Schilder auf. Das übrigens auch, ne? Das war nett von den Mannequins. Die wollten uns helfen. Die haben uns Schilder gegeben. Richtig, das ist das, was hier um uns herum leuchtet. Die sind nett, guck, ich sag doch, die sind nett. Ich geb die Hoffnung nie auf. Da draußen. Aber die 30.000 Dinos, die uns geschickt wurden, hast du schon mitbekommen, oder? Ja, aber das ist guck ja, mal, die Leute sind du nett. Du willst uns ja, dass wir zerfleischt werden. Ja, ja, geht so, ne? Das muss so ein bisschen. Meine sind auch alle weg? Oh, das ist natürlich... Deine Dinos sind auch alle weg. Ups, das ist natürlich doof. Aber die waren vorher schon tot. Ja, die waren vorher schon tot. Die sind ja aber im Cryopod und so. Ich wollte sagen, sind ja auch welche. Ja. Alles in Ordnung. Da, also vielen Dank für die Schilder, das muss man schon mal sagen. Ne? Ohne euch wären wir down. Mit euch sind wir auch down. Ich wollte sagen, ohne euch wären wir nicht down. Oh je. Also diese Kappen hier, die sind ja komplett lost. Warum? Die könnt ihr wegdroppen. Ja, da sind... die Sachen, die da drin sind, die sind für euch nicht mehr relevant. Sind eigentlich nur Sättel drin, ja. Nee, das nicht. Ist Level 105 Max Level? Was? Nee, nicht nur. Ja, 105, 105 ist Max Level, ja. Bist du Max Level? 105, ich bin Max Level, ja. Durch, ich hab eine Errungenschaft bekommen. Durch nichts. Ist das schlimm? Ich hab das Adams-Kostüm bekommen. Oh, das ist nett. Die Bossrexe existieren eh nicht. Wir müssen neue breeden. Aber das machen wir gleich. Und Sättel. Das kriegen wir hin. Einfach alles anziehen, was dir gut gefällt, Julie. Das ist jetzt hier einfach wie in so einem Fashion Store oder so, der halt for free warum? Ist. Wir brauchen doch was wirkungsvoll ist. Oh, was gut aussieht, oder? Ja, ihr wollt ja Rüstung haben. Gibi, ist doch das Adams-Kostüm. Sagt er ja, Adams-Kostüm. Haben wir das schon im Boss gekämpft? Nein. Nein. Schildkröte, kein Boss. Wie viele Bosse müssen wir machen? Vier. Wir haben in Richtung... Kannst du aufschließen? Weißt du, pass auf, das Ding ist ja, Kippi, wir haben ja noch nicht mal die Vorbereitung für den Boss gemacht. Wir müssen breeden, ne? Wir müssen, als erstes müssen wir Rexe breeden. Aber das kriegen wir hin. Wir sind einfach nett. Wir werden das jetzt so machen, dass wir immer nur... Wir werden... Okay. Also ich fand cool, dass Julie mit Eiern beworfen wurde. Ich fand auch cool, dass Julie mit Eiern beworfen wurde. Das hat mir Spaß gemacht. Was sagst du dazu? Das Problem war, die Leute sind ja auch nicht dumm. Nee, die machen dann Eier und Breeden drauf. Richtig. Ne? Und deswegen sind es alles Feinde geworden. Das war ein Inside-Job. Die wurden in unsere Base reingeschmissen und dann da erwachsen gemacht. Gute Frage. Ich guck mal. Du merkst, Julie, die sind gar nicht so doof, die Zuschauer von Kevin immer sagen. Ich hab sie gesagt. Was? Oh, der Replicator ist kaputt. Ich hab gesagt, die sind super schlau, die werden... was Cooles machen, habe ich gesagt. Ja, das stimmt schon. Egal. Ja, die sind super schlau. Die werden Mittel und Wege finden, um zu nerven. So, ich brauche jetzt hier Munition, okay? Wo kriege ich Munition her? Ja, nur schnell claimen, Merlin. Mach das mal, wenn hier viele sind. Ich habe hier ein Sturmgewehr. Sturmgewehr? Willst du dafür Munition haben? Ich weiß nicht, ich wollte nur mal gucken. Also Pumpgun ist schon cooler. Das Sturmgewehr ist eigentlich echt scheiße. Dann gib mir mal Schrot für die Munition. Ich habe halt jetzt FPS endlich mal. Die hatte ich ja vorher nicht. Ja. Guck mal hier, ich gebe dir mal 100 Schuss. So, also, der grobe Ablauf, ne, ist, wir brauchen die richtigen Dinos und dann nur noch die richtigen Items. So, und gute Sättel. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt mal quasi eine Breeding-Nummer machen. Hast du gute Sättel? Ich habe gerade welche weggeworfen. Ich glaube, ich habe da Blueprints für. Ich habe alles hier rein, weil ich hier nicht mehr dran kam. An das Inventar. Ich habe nur noch einen Rex. Wir machen das mit T-Rexen. Oh, ich habe zwei Rex. Einen droppen und wir nehmen den einfach? Wir haben schon einen hier. Ja, das ist ein Lieber-Rex. Brauchen wir nur einen? Nee, wir brauchen mehrere. Ich guck jetzt nur... Aber du lässt jetzt droppen, da das Ei? Ich guck... Der wurde schon ein Ei gedroppt. Ich guck nur gerade, was der kann. Oh, der ist gut. Da haben wir Glück gehabt. Was ist der denn? Der ist Male... Und der ist Female. Okay, wir haben Glück gehabt. Wir können unsere Rexe fortpflanzen. Wir müssen das nur reguliert bekommen, dass das nicht so eskaliert. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, was ihr gerade gesehen habt, warum ich gesagt habe, dass es für normale Umstände ist das für euch zu krass. Aber so ist das doch nicht die ganze Zeit, hast du gesagt. Nee, aber wir haben das ja jetzt immer wieder ausgemacht. Normalerweise würde das die ganze Zeit durchlaufen. Aber das Problem war doch auch nur, dass es so eng da alles ist, oder? Nee. Wäre das auf freiem Feld? Wenn das auf freiem Feld passiert wäre, dann wäre ja was anderes passiert. Einfach etwas, was dich tötet. Oh, der ist grün geworden. Wieso kann ich nicht claimen? Oh, okay, pass. Alles gut. Ach, das ist gut, ne? Das ist doch diese besondere Farbe. Die Farbgebung. Mutation. So heißt das. Mutation hat er bekommen, ja. Das Problem ist gerade eher, wir hätten einen Female gebraucht. Und der ist Male geworden.
Der hier ist Female. Ja, aber der hat ja jetzt schon einmal gebimst, der darf jetzt nicht mehr. Der redet immer von Bimsen. Ja, man muss Bimsen ja sagen, wie es ist. Der ist aber auch ein alter Mann, die reden über viele oder sowas. Ja, das ist richtig. Vielleicht reichen aber sogar auch die drei Rexe. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, die reichen, oder? Ja, die werden schon reichen. Wir haben ein Problem, was wir noch lösen müssen, und das ist... Wir brauchen einen Yuti. Wir machen alles auf Gamma. Gamma Broodmother, Gamma Affe, Gamma Drache. So, Julie. Also du hast keinen Yuti mehr. Wohl, nee, ich habe keinen Yuti. Den müssen wir besorgen. Die Frage ist, machen wir das alle zusammen? Ich würde mir jetzt einen Käfkin machen. Du machst hier einen Käfkin? Okay, pass auf, dann muss ich Folgendes gucken. Ich muss was kontrollieren. Haben wir einen Dädon? Haben wir nicht mehr. Dädon ist tot. Julie? Ja. Der Gippi macht sich jetzt ein Käfkin und wir beide müssen gehen so lange auf eine kleine Mission. Okay. Bist du dafür bereit? Lass mir was da, damit ich euch hinterherkommen kann. Okay, du kannst, ja, ich guck mal. Haben wir hier was? Oder setz mich auf einen Drachen drauf oder so. Du kannst, ich glaube... Hast du keinen Viersitzer? Nee. Aber ich hab noch, hier sind noch ganz viele Void-Würmen in dem Schrank hier. Das sind quasi Tech-Drachen. Die können fliegen. Ach, Judy, runter? Ich habe jetzt eine Mission für dich. Meinst du, du kriegst das hin? Nee. Ich hole uns jetzt ein Schwein, ja? Ich hole uns ein Schwein und aber du... Aber Gippi ist doch schon da. Gippi ist aber AFK, das ist das Problem. Okay. Du baust hier unten, da bei der Brücke, ne? Da, wo du runtergefallen bist. Da baust du einen Käfig fürs Schwein hin, okay? Dass wir das da hinbringen und zähmen können. Auf der Brücke. I know, aber nicht beim Bossfight, Bagalut. Wo soll das denn hinpassen? Na, da unten, da ist ja so ein Zaun so und so. Da kannst du doch was bauen, oder? Kriegst du das hin? Ja. Ja, also pass auf, du brauchst ja nur 4 Fundamente und 8 Türrahmen. Dann baust du die 4 Fundamente aneinander zu einem Rechteck und baust überall 2 hoch die Türrahmen dran. Stimmt, du kannst auch in der Kralle betäuben, das ist auch richtig. Ich bin dumm. Ist okay, Julie, du kannst auch einfach Zeug nehmen und den in meiner Hand betäuben. Kannst dir gucken, ob irgendwo eine Longneck rumliegt. Und dann machst du dir Betäubungsdarts. Level 90 Dädon reicht vollkommen aus. Let's go. Hä? Was war das für ein Grab? Kann ich reisen? Ich hab noch kein Flugtier. Du brauchst nicht zu mit reisen. Fast Travel. Das hast du vorhin die ganze Zeit gemacht, Julie. Hä, wieso pickt der den denn nicht? Mhm. Aha. Hab ich das richtige Schwein? Ja. Okay, ich habe ein Schwein, ich komme zurück, Julie. Dann musst du das abschießen. Kommen Sie raus. Julie ist schon draußen, okay. Ich halte das Schwein hin. Dann hast du den Tavis getroffen. Du musst das Schwein abschießen. Ah, wunderbar. Genau so, Julie. Du machst das. Ich mach das. Mach es. Das war ich. Dankeschön. Was macht das Schwein? Das heilt. Das ist jetzt auch... Und Julie trifft die ganze Zeit das Schwein. Also okay. Das ist jetzt unmissverständlich. Julie, du sollst... Ah! Du sollst auf das Dädon schießen. Du hast es nur... Ich hab's nicht losgelassen. Er hat nur gehauen, weil er mad ist. Los, knallt ab! Ja, ich knall doch schon. Ja, ihr müsst doch stillhalten. Ja, der haut so ein bisschen um sich. Er wird ganz wild hier. No! Oh nein! Ich flieg nochmal zurück. Nee, der tut nur so. Dem geht's gut. Okay, Julie, kommen Sie. Aber nicht runterfallen, Julie. Nicht von dem Rücken fallen. Nicht runter, ist keiner da, der die wegdrückt. Wie sie anstolz hier kommt mit der Flinte. Okay, Kommandantin Julie, Feuer. Ja. Perfekt, guter Hit, clean. Ah, es liegt. Ich warte schon. Wieso liegt das denn jetzt auf mir, das Schwein? Der ist da runtergefallen. Okay. Beinchen drin. Das Gute ist, so ein Schwein kriegt man eigentlich auch ohne hohes Taming zähmt, wenn er noch ein bisschen mehr Hunger hätte. Ganz schönes Schwein. Eine schöne Sau, ne? Warum heißt eigentlich der eine Dino da Schmusiversal und es gibt keinen Gippo? Was? Wer heißt Schmusiversal? Der, auf dem du rumfliegst. Ja. Ach so. Das ist ein Challenge-Dino gewesen, der zufälligerweise noch im Kühlschrank stand und da überdauert hat, lag. Okay, Folgendes müssen wir machen. Ich habe eine Idee, Gippi. Ja, was? Ich geb dir was, ich geb dir eine Waffe. Ja, das kann nicht Juli machen. Könnt ihr beide machen, ihr macht das einfach beide. Wir machen das zusammen. Ich geb euch beiden eine Waffe. Eine Raketenwerfer. Ah! Nein. Oh, alles gut, ich lebe noch. Nicht? Guck mal hier, Gippi, schmeiß dir mal die Waffe raus. Warte. Das ist deine Waffe. Und Julie, hier ist deine Waffe. Ich hoffe, ihr habt keinen Cryopod-Cooldown. Also rechts unten. Sonst wäre blöd, dann wartet noch. Okay, dann schmeißt die Waffe raus. Pass auf, die Waffe ist groß. Boah! So. Den kann man nicht reiten. Was ist denn das für eine Waffe? Der braucht einen Sattel anscheinend noch. Okay, ich guck mal gerade. Braucht deiner auch einen Sattel, Julie? Boah, coole Farbe! Oh Gott! Oh mein Gott, der ist türkis! Ich hab wieder eine geile Gamma!
Ich wusste, halt ich wusste nicht, dass der blau ist, Lul. Die sind beide ziemlich am Ass. Ihr levelt die, die müssten gleich Sack viel XP bekommen. Ihr levelt die komplett nur auf Schaden, okay? Nahkampfschaden. Nur auf Nahkampfschaden, alles andere macht keinen Sinn. So, was wir dann jetzt gleich machen werden, ist, wir aktivieren das wieder, ne? Ja. Weil wir wollen ja mehr Taming, mehr Farming, mehr XP, mehr Breeding, wollen wir alles haben, ne? Da aber natürlich nebenbei wahrscheinlich noch Raptoren und anderes Zeug kommt, müssen wir uns dagegen verteidigen. Und das heißt, wir setzen uns alle, oder ihr setzt euch auf die Dinger und verteidigt die Base, während wir überdauern müssen, dass die Raten angehoben werden. Das ist der Plan. Okay, finde ich gut. Let's go. Ich muss noch einen Sattel. Richtig, da kümmere ich mich jetzt drum. Und wir müssen noch geheilt werden. Das ist Mr. Healer-Eule. Ah, ja. Die kennen wir doch. Richtig. Oh, die wackelt so. Den kannst du gleich gerne mal voll in Stamina leveln, Gippi. Ich kümmere mich um die Sättel. So, ihr müsst jetzt gucken, dass ihr den Leuten noch sagt, was ihr wollt. Das Hallo, hilft. Hallo, was brauchen wir denn? Wir wollen... Ich hätte gerne einen Burger mit Pommes. Oh Gott, Fresssack, verdammt nochmal. Nein, das geht nicht. Aber den kennt ihr auch noch nicht, ne? Ui, was ist das denn? Obwohl doch, den kennt ihr. Heißt Feeds Batman, das höre ich jeden Tag. Ja, der heißt Feeds Batman. Okay, pass auf, ich versuche das, ich flüstere euch die Antwort ins Ohr. Ihr wollt mehr Farming, mehr Taming, mehr Breeding, mehr Experience und vielleicht noch ein paar Drops. Alles, ja. Was toll ist, ja. Okay, gut, wir können loslegen. Let's go! Abfahrt. Denkt dran, immer beißen. Nur linke Maustaste, ne? Im Prinzip, ja. Und wenn irgendwie zu viel... Oh. Hinter oh, oh. Dir. Feinde kommen. Oh. Okay, wir kriegen Schilder, danke. Perfekt. Muss ich jetzt was machen oder nicht? Bleib im Schild stehen im Prinzip. Ach du einfach Scheiße. Und spam. Ja, das... Also, wir haben ein Problem. Ja. Tschüss. Ich sehe nichts. Ja, A, wir sehen nichts. Und B... Ach da, wie viele Schilder sind das? Ich hab gekackt. Nice, Gippi. Danke, Chat, für die Schilder. Und für die XP. Guck mal, wie süß das ist. Ja, never mind. 2 Millionenfach XP. 2 Millionenfach Taming. 20 Millionenfach Breeding. 167 Millionenfach, sorry. Hoshi Tifa, den kenn ich doch. Weißt du, was das Ding ist? Es steht bestimmt, falls ihr es nicht gesehen habt, rechts an der Seite, von wem es kommt. Schaulustig schenkt dir doppeltes Breeding, ey. Dankeschön. Ah, was ist das? Ich kann die Zahl nicht erkennen. Kann das jemand aussprechen, wie hoch Breeding ist? 22 Billiarden, nee. 22 mal ganz viel. Das ist zu viel, so viel Zahlen. Oh, mein Spiel ist stehen geblieben. Gabel Vogler, danke für Breeding. Ich glaube, der Server ist kaputt. Ich glaube, das war. Verdammt, das haben wir schon mal geschafft. Nein, wir haben den Server kaputt gemacht. Ist halt die Frage, hat es nur den Server zerrupft oder hat es auch den Mod Connection zerrupft? Ah, guck okay. Mal, was geht. Ne, es scheint zu funktionieren. Okay. Wir können also da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Aber ja. nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Haltet euch ein bisschen zurück. Und Julie, du mach arbeitest jetzt. Mach doch ein bisschen ruhiger. Mach ruhiger. Ich arbeite jetzt. Du musst beißen. Julie, Maus drücken. Kämpfen. Ich bin stuck. Ich bin schon wieder. Ist das schon wieder alles? Nee. Du bist nicht stuck. Ich bin stuck. Du bist overweight. Erdloch. Du bist overweight. Wahrscheinlich, oder? Oh nein. Ja. Das ist spannend. Okay. Mach einfach F und drück auf Drop All auf den Button. Muss ich Maustaste gedrückt halten oder einschalten? Nein, du beißt einfach die ganze Zeit, Julie. Und ihr müsst am meisten... Kann ich die einstellen, dass der nicht fahren soll? Ja, kannst du, aber das jetzt hätten wir vorher machen müssen. Julie, kämpfen. Julie, zur Not... Rückwärts laufen und beißen. Rückwärts laufen und beißen. Ich hau die so gut es geht vor euch weg. Oh, Schilder, okay. Ah, danke für die Schilder. Okay. Dann könnt ihr jetzt... F drücken und oben auf den zweiten Tasten. Er läuft nicht zurück, er läuft noch nicht vor. Weil F drücken. Mist, aber jetzt könnt ihr das machen. Noch nicht. Jetzt könnt ihr es... Gibi, jetzt könnt ihr das machen. Mach ich gerade. Weißt du wie? So, ich bin overweight, was soll ich tun? Nee, gedrückt halt. Julie, warte. Ich bin abgestiegen. Ich mach das. Ich rette euch. Mach nix. Okay. Du machst was! Ja, ich hab jetzt aufgehört, was zu machen. Ich sag, mach nix und die macht was. Okay. Kannst du mal von den Giga da absteigen? Nein, da will ich das von nein. Nein, welche Taste ich drücken muss. Du hast so ein Schild. Du musst das bei dem einstellen. Du musst mal aufs Behavior gehen. Das Behavior. Unter F oder was? Ja, du musst rangehen und E gedrückt halten. Und dann, Harvesting Settings. Disable Harvest Resources. Aber ich mach das. Das ist okay. Ich kann auch bei deinem machen. Okay, das müsste jetzt gehen. So, jetzt macht er einmal euer Inventar leer vom Giga. Schild fällt. Und dann passt's. Und der ist nicht gelevelt, Julie. So. Soll ich leveln? Doch, wir haben aber hier gerade ein Level bekommen.
Okay, wunderbar. Es sollte jetzt für euch funktionieren. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt warum nicht? Hä, warum steht Schmusi Versal denn da unten? Ich hab eine Krippe-Kappe. Warte mal, ich hab eine. Ich pack ihn ein. Alles gut. Nee, ich hab... Okay. Hast du? Jetzt. Ich mach. Es ist Chaos, ja. Das ist der Triple-Donnerstags-Chaos-Tag oder sowas. Nein, mach es nicht, Julie. Sei nicht dumm. Obwohl doch, kämpfe. Kämpfe, Julie, kämpfe. Hm? Oh nein, jetzt brauche ich das Gamma. Dann mach es. Hey, du hast das bei mir nicht eingestellt, du doof. Doch, muss. Ich hab extra Copy... Aber kriegst du auch Sachen dafür? Lass mich rein, ja. Gippi! Ich kann mich nicht bewegen! Jetzt nicht mehr. Geh rein, geh gerade auf! Quatsch! Bleib standhaft! Wieso stirbst du? Ich kann mich nicht bewegen! Ich nehme sie dir ab, Judy. Aber ich mal das... F und... Warte, vielleicht habe ich das falsche eingestellt und ich war dumm. Ich stecke irgendwo fest. Moment, Julie, ich versuche... Oh Gott, Hilfe! Warte, jetzt? Doch, ich habe ja ganz viele Sachen mit da. Warum läuft denn nicht? Ich bin abgeschossen. Ich bin abgeschossen. Okay, okay. Wir brauchen mehr Schilder. Wir brauchen mehr Schilder. Hä, das ist doch richtig. Settings zu nearby Giganotosaurus kopieren. No nearby Giganotosaurus. Ah, oh, lol, ich kenne das. Ah, Gibi, du musst kurz absteigen. Kann ich nicht, mein Kopf ist draußen. Wenn ich aussteige, bin ich draußen. Oh. Okay, warte, ich versuch den Weg frei zu machen. Okay, warte. Ich komme. Verdammt, jetzt stecke ich auch fest. Ach, das sind gar keine Drops, sind die Schilder. Das sind die Schilde, die uns blockieren, ja. Ich versuche die zu entfernen. Ich bin stuck. Warte. Ich komm raus, ich hab das. Ich entferne welche. Ne, tu ich nicht. Okay, I got this. Okay, ich hab ein Schild entfernt. Ich versuch's. Boah, ich sehe nichts, jetzt ist es noch dunkel. Mach Gamma an. Oh Gott, Julie, was tust du? Alter, was ist denn hier los? Was tue ich? Ja, mach weiter, du machst das gut. Ich sehe nichts, aber ich tue einfach. Ja. Alter. Wer ist Fields Batman? Ich bin das. Ich bin Fields. Ich bin Fields Overweight, weil ich euch hier gerade. Ich kämpfe dich gerade frei, Julie. Danke. Oh, wir haben einen. Ah, jemand hat einen Timeout gemacht. Deswegen haben wir gerade ein bisschen Ruhe. Fuck, ich fall gleich in Ohnmacht. Ich habe kein Wasser und ich fliege. Warum sterben die nicht unter mir? Ich werde sterben, ich wurde raus. Was sagt dein Leben, Gippi? Halt, der Drache, der Dinos, halt tot. Ich bin tot. Nein, du lebst doch. Abgestiegen. Warum? Warum bin ich abgestiegen? Der steigt ab. Oh, dein Giga ist in Enrage wahrscheinlich. Okay, lass ihn machen. Er ist jetzt einfach... Okay, nevermind. Der Giga wurde gekillt. Wie konnte das passieren? Da waren ganz viele kleine Lutscher. Scheiße, wir haben Gigas Gippi verloren. Gippis Giga verloren. Komm bitte nicht zu mir. Nee. Oh, die schieben mich. Giga verloren. Geh zu Julie. Ich versuche, aber da sind zwischen 1000 Millionen. Wie heißt denn meiner? Oh, der hat keinen Namen, Julie. Der ist einfach nur groß. Ich komme. Jeet. Nee, doch nicht. Alter. Kommen die durch das Schild durch? Nee, ne? Nee. Versuch irgendwie zum Schild zu kommen. Stark im Schild. Ja, ist auch gut so. Julie, ist gut so. Bleib, wo du bist. Aber nicht drin, sondern Alter. Draußen. Junge, ich werd geschoben. Nee, du bist drin. Das ist ja das Problem, die haben mich einfach rumgeschoben. Junge, was ist denn das? Alter! Ich mache Peek-a-Boo mit denen. Ey, keine Chance, es geht nicht, ich kann nichts machen. Ich werde hier einfach nur durch die Gegend geschmissen. Hallo? Meine Rüstung ist halt leider auch kaputt. Oh, Spring Reaper! Oh! Gibt's hier eine neue Rüstung in den Jobs? Ja. Alter, ich hab's überlebt. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's überlebt. Okay. Was brauchst du, Gippi? Ich hab keine Rüstung mehr, die ist quasi im Sack. Ach, wir haben einen 7-Minuten Timeout. In der Zeit können wir Dinge tun. Die Alpha-Raptoren sind ja böse. Es sind ja wirklich böse. Es sind nicht nur die Alpha-Raptoren, die böse sind, Gippi. Also, die haben mich getötet. Ja, mich haben die Kanos fertig gemacht. Und die Menge an Raptoren, weil die haben mich so krass durch die Gegend geschoben. Ja, mich auch. Die müssen jetzt hier getötet werden, die Schweine. Die sind hier vor mir. Das Schlimme ist, die buffen sich gegenseitig hoch, die Schweine. Aber ich weiß. Dankeschön für die schönen Werte. 167 Millionenfaches Breeding ist auch nett. Ohne Fleiß keinen Preis. Mann, können wir die mal. Also. Ja. Achtung, der Timeout ist vorbei. Oh shit. Oh, alles geht's allen gut? Ich mach grad erstmal nur. Ich bin eingefroren und werde geheilt, I guess. Ja, das klingt doch noch was Gutes.
Ach du Scheiße, ich blick hier wieder nicht durch. Du musst mir sagen, wie viel Leben. Alter, hier sind so viele Schilde, ich weiß nicht, wer hier was ist. Was ist denn hier wo? Ja, und warum? Warum ist Gamora? Der hat keinen Sattelcase. Oh, doch, hat er. Ey, jetzt bin ich eingefroren. Gibi. Ich auch. Mann, ich heile doch nur. Ja, ich kann auch nichts dafür. Ich sehe nix. Hier ist Zielwasser. Ah, okay. Raptoren. Alter. Ich kann nichts dafür. Also, Können wir bitte mehr Schilde haben? Alles gut. Gehen die Schilder irgendwann weg? Ja, nach 10 Minuten. Ist hier einer eingefroren? Kann man mir das Pass sagen? Auf, Julie, lauf nicht in die Richtung, das sind ein paar Dinos. Ein paar Dinos, Hilfe! Oh Gott! Ich hab meine Rüstung nicht ganz... Ist hier einer eingefroren? Ich sehe das nicht. Hier ist ich sehe auch nichts. Warte, ich versuche uns ein bisschen dunkel ins Licht zu bringen oder so. Pete's Batman ist eingefroren. Oh, 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 oh nein. Oh, oh, das war eins zu viel. Geht einen Schritt zurück. Irgendwie. Oh, oh. Okay, ich will nicht, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Warum kann ich nirgendwo aufsteigen? Warum? No! Nein, nicht jetzt heilen, Gippi! Ich heile gegen. Aber der gegen... Scheiße, Moment. Ihr habt meinen Giganten gekillt. Ich habe niemanden gekillt. Nicht Gippi. Was denn? Nein, Gippi, du warst es nicht, will ich sagen, wollte ich sagen. Der eine Giganten ist auch da draußen. Ja. Aber er hat 10 Leben gefühlt. Oh oh. Ein bisschen retten, bitte. Ich glaube, es ist wieder kaputt. Nicht, oder? Ich glaube, der Server ist kaputt wieder. Ja, der Server ist kaputt. Scheiße. Geil. Wann versuchen wir eigentlich das Spiel durchzuspielen? Wenn. Was hier? Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Ja, also. Wenn wir diese Nacht überleben, irgendwie. Die Nacht ist es, ja. Du weißt, wenn der Server die Nacht über aushält. Wenn der Server die Nacht überlebt, ja. Das war wieder zu viel. Vor allem, ich habe gerade das letzte, was ich gelesen habe, war, vielleicht solltet ihr jetzt ausmachen. Vielleicht hätten wir gerade ausmachen sollen in dem Moment, ja. Ja. Okay, wie kriegen wir das hin? Oh, warte mal, der Rollback war gar nicht so krass. Kann sein, dass der doch tot ist, der Giga. Das war vor der zweiten Phase hier. Der lebt noch. Okay. Der Giga steht hier noch. Du hast auch die Eule dabei, oder? Okay. 8000. Yes. Oh, die Alphas sind noch da, Juli. Das Schlimme ist ja eigentlich nur, oder was heißt das Schlimme? Das Blöde ist, dass die Raten halt immer wieder weggehen dadurch. Also wenn der Server neu startet, sind die Ratenboni weg. Also die Alpha-Blödigsten sind böse. Ja. Das ist, wenn du Glück hast. Also wenn du einen Rex, wenn du einen Kano, einen Rex oder einen Raptor kaufst, hast du eine Chance von 1%, dass es ein Alpha ist. Und dann sind das hier direkt 3 Alphas, ja, weil wir immer 3 ja auch kaufen. Weil es immer 3 ist, also ist die Chance halt auch höher, ne? Okay. So, einmal Eule. Ja, dann muss ich ja nur einen killen, den anderen macht hier. Gibi, hier, ich schmeiß dir die Eule hier hin. Kannst du die rausnehmen? Ja. Hier? Ja. Dann hole ich eben fix noch den neuen Giga. Dann müssen wir gucken, dass wir das... Vielleicht machen wir das so... Hallo, ist er mich rausgeworfen? Was? Du bist doch drin. Nur kurz den haben Sie jetzt alle, oder was ist das? Leider kaum Zeit für Streams im Moment. Heile, machen Sie wieder heil. Macht Janen super Job als Aktiver. Ich wollte gerade sagen, das kam mir doch schon mal... Das kam mir doch bekannt vor, Trash. Irgendwann wird die Zeit kommen, dass du wieder mehr Zeit hast. Ich werde jetzt... versuchen. Den Giga in den Pokéball packen, aber mit wem würde ich dann kämpfen? Das ist richtig. Grundsätzlich wird das gehen, aber das bringt nichts, weil du musst dich ja wehren können. So, hier hinten müsste noch ein Sattel liegen. Eigentlich. Oder? Ja. Okay. Vielleicht gibst du mir jetzt auch mal einen Giga mit Sattel. Richtig, das wollte ich ja machen. Ich habe den ja aufgezogen, aber dann ist halt ein bisschen in die Hose gegangen. Wir werden das so probieren. Wir machen das gleich an. Ach du Scheiße. Das war so dumm. Ich bin so tot. Das ist nur 11.000 jetzt von Sie. Julie kann dir entgegenkommen, ne? Keine Chance, ich hab mich komplett overweighted. Schwein ist 10-mal gestorben. Kay ist tot und er kommt nie wieder. Hat oh no. Echt? Ach scheiße, jetzt muss ich mir... Ja, naja, das stimmt nicht. Also es würde stimmen, wenn es nicht stimmen würde. Hast du jetzt Julie den Tod gebaitet? Das hat sich so angehört. Nein. Julie, hier ist gut, bumm. Oh nein, die Eule. Die Eule kämpft. Ich kann nichts dagegen tun, die ist tot. No, ich rette sie. Eule, stopp. No, she dead. Oh, die Schilde gehen weg. Das Schild ist weg. Alpha Raptor. Rette den Giganto. Jetzt den hat... Ja, der folgt mir gerade. Okay. Weiß ich nicht, warum ist so viel auf einmal? Was passiert? Okay. Rettungsmission Giga. Erfolgreich. Ich bin da. Alles gut, ich hab ihn. Ich brauch ein Schild hier. Wirklich. Oh mein Gott, ich bin sowas von gesagt. Noch ist eins da. Und hier ist noch ein Schild.
Wo ist mein Stuff? Ach du Kacke. Das ist draußen, Juli. Da ist außer meiner, so, ich hab ihn reingebracht. So. Ich will dir reingucken, dann komm. Nächster Giga. Okay. Oh Mann, der schiebt mich raus, der Giga. Boah, Junge. Ich hab halt keine Rüstung. Jawoll! Ich hab ihn reingekillt. Okay. Hier ist immer irgendwas im Weg. Das Schwein ist gestorben. Wer ist das Schwein? In dem Fall war es Gippy. Ja, und wieso ist jetzt der Giga tot? Scheiße, der ist irgendwie rausgerannt. Oh, scheiße. Julie, wir müssen flüchten. Warum geht das Schild weg, oder wie? Ja, das Schild geht gleich weg und dann bist du im Arsch. Pack den Giga ein und dann hoch hier. Eieieiei. Julie, ich komme. Wo ist die denn? Ich bin hinten. Wo ist Julie? Ich bin dabei. Hinten. Da, fuck, ich bin runtergefallen. Absteigen, hey, ist doch Juli. Alles ruhig, ist doch alles ruhig. Juli, absteigen. So kann ich sie nicht mitnehmen. Da kommt er von so. Was denn? Der, du hast gesagt, Tempel, nein, mach den rein. Das war's. Was soll ich machen? Nimm den mit runter, opfer dich für uns. Nein, jetzt hast du mich auch geopfert und der Dino ist raus. Kay, hilf mir doch. Ich helfe. Was bringt uns das? Wir beide ohne Waffe, Judy. Wo bist du überhaupt, Judy? Ich hänge hier am Felsen, hänge ich. Was für ein Felsen? Da, hier. Hilfe. Hier hängt sie. Was machst du denn da? Wie bist du überhaupt da hingekommen? Und warum bist du nackt? Weil ich gestorben bin einmal. Okay. Also, hä? Also hast du gar nichts, oder was? Ich bin der Einzige gerade, der einen Dino in der Hand hat. Juli, hast du nichts? Ich hab nichts. Mein Sach liegt da irgendwo bei den Dinos. Okay, dann stirb. Auch. Nein! Warum nicht? Juli, da will ich töten. Juli! Nein. Stirb! Du musst sterben! Nein! Du musst! Es geht nicht ums Wollen hier. Okay, dann lass mal so da liegen. Du hast den Giga, ja? Yep. Dann gehen wir wieder hoch. Kannst du dich mitnehmen? Ja. Sekunde. Hallo, könnt ihr mir helfen? Ja, ich will dir ja helfen. Ja, dir wird geholfen, Juli. Hey, lass mich nicht wieder helfen. Du machst das schon mit viel Glück, Smiley, mit Freude. Achso, hab noch 8 Leben. Ich hab 9 Leben. Okay, weißt du, ja, wir haben es resettet. Okay, das ja. War mir wichtig. Bleib kurz hier stehen, ich zieh dich hoch, Gibi. Warum muss ich eigentlich sterben? Ich war der MVP. Warst du nicht? Ich hab ich war last man standing. Bleib so stehen, Herr Gibi. Was ist der Last Man Standing? Joch, komm, joch. Lauf, Kay, lauf! Perfekt. Okay, wir müssen das einfach so. Es wird nicht klappen. Es rippt den Server immer wieder. Wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so, dass wir einfach nur das erlauben, dass man die Raten erhöhen kann, weil sonst kommen wir nicht voran. Okay, ich hab mal. Also, wir haben jetzt 9 Uhr. Wir haben noch nichts gemacht. Das ist richtig, okay. Deswegen. Okay, wird der letzte Bossfight vertagt? Was nein, sagst du? Wir schaffen das. Und wenn wir cheaten müssen. Ja, aber sonst gehen wir nur zum letzten Bossfight. Ich brauche Sachen. Das können wir theoretisch sogar auch machen. Oh, Mann, wir müssen jetzt nochmal kollektiv was machen. Passt auf, wir brauchen was. Wir müssen was tun, okay? Das wird jetzt nicht so einfach. Das wird nicht so einfach. Pass auf, die Mods müssen den Rex wieder aktivieren. Uns fehlt es an Rex. Aktivieren Sie bitte den Rex. So, Folgendes passiert jetzt. Gippy, hast du noch Grappling Hooks? Hast du. Okay. Julie, ja. Bist fertig mit Essen? Nee, das dauert noch eine Stunde. Das ist egal. Setz dich auf meinen Vogel hier mit drauf. Ich habe immer noch keine Schrotflinte. Nee, nicht du, Gippy, Julie. Das ist egal. Julie, setz dich drauf. Aufsteigen, Julie. Wo gehst du hin? Julie. So, Gippy, du greppelst dich dran. Mit deinem ja. Schussgerät, genau. So. Mach Idiot. Okay. So, und jetzt, pass auf. Jetzt gehen wir hier hin. Ich bin jetzt der Köder, oder was? Nein. Du, wir machen jetzt kurz an und dann brauchen wir Rexe. Wir machen jetzt kurz an. Nur ganz kurz. Nur Rex ist jetzt aktiv. Perfekt. Dann aktivieren Sie das Lal und dann brauchen wir ein paar Rexe. Ihr seid zu früh. Und wenn ich sage jetzt, dann machen wir wieder aus. Wir brauchen nur ein paar. Oh, oh. Oh, shit. Ich hab fertig. Aber die boah, die beißen nach Gippy. Nein, die sind ja wild. Okay, stopp, reicht. Stopp. Aus. Ach du Scheiße. Viel zu viele. Ach, du oh. Was ist das denn? Stopp. Ich kacke vor Schreck. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott. Okay, wie soll mir das denn? Oh mein Gott. Hey, das ist nicht gut überlegt. Was ist das? Guck dir das mal an. Irgendwie müssen wir da jetzt welche rausbekommen. Wie soll das funktionieren? Das ist wie ein Fischwarm. Ja. Das ist, okay, wir lassen sie ein bisschen ziehen und dann wird das schon. Das ist kein Tee oder Kaffee-Tee. Da sind noch ein paar Alphas dabei. Der ein oder andere. Aber warum schreien die denn alle so? Boah, der Schwarze sieht ja geil aus.
Nee, hey, sind ein paar. Okay, wir müssen... hier, der hier hochkommt. Wer kommt, was, wo kommt einer hoch? Hier, der kommt da hoch. Schwarz. Der ist sogar Female, den können wir eintüten. Wir müssen den jetzt irgendwie mit... betäuben, müssen wir den. Wir haben noch Reading, wir haben doch ich hab noch Taming. Betäubungsfinger. Hast du? Ja, dann schieb mal drauf. Ach, auf welchen Kacke denn? Sind das viele. Der schwarze... Ach du... Welcher? Ja, der ist jetzt dazwischen drin. Den kann ich dir nicht sagen. Welcher? Oh, das war knapp, hier war's runtergefallen. Okay, eventuell war der Plan nicht ganz durchdacht. Gebe ich zu. Hey, wann ist jemand ein Plan von dir durchdacht? Selten. Hey, das Himmels wird doch nichts mehr mit dem Boss. So, jetzt die Brücke ausmachen, da, Alter. Der da hinten, siehst du den? Ja, ich mach's nicht. Schwarzes Oberteil. Die schwarzes Oberteil. Ja, genau, G-Portal ist krass. Jeder andere Server wäre abgekackt. Guck mal, da vorne, ne? Siehst du den einen, der so quer jetzt zu uns hochguckt, was? Der da quer läuft? Wir müssen das anders machen. Wir müssen den Rücken zu uns und jetzt nach links läuft. Ja. Der alleine. Und, ja, jetzt habe ich den anderen verloren. Der da? Was macht ihr da? Ihr Rex-Sign-Siegen oder was? Du schießt auf die Dings. Dort? Als ob ihr da unten versucht, einen rauszusuchen. Der da bitte. Da hat der dunkelgrüne Julie. Julie. Da unten im Wasser. Da unten im Wasser. Oder der da. Also, ich will ja nichts sagen, ne, aber. Wir so Julie. Wir der Weiße hier. Wer ist er denn? Das ist Sabrina. Hallo, Sabrina. Darf ich den Alpha da drüben nehmen? Warte, heißen die so wie die Leute? Die heißen so wie die Leute heißen, ja. Soll ich jetzt den Alpha nehmen? Aber nur wenn du mit so einem Fernglas drauf guckst, sonst geht das nicht. Doch, Steff? Ich weiß es nicht, Juli. Nee, das geht so nicht. Wir müssen die separieren. Wir müssen, Ja, wie denn? Warte mal, ich geh auf die andere Seite. Pass auf. Die haben alle Bock auf mich. Wir müssen... Oh nein. Okay. Was ist, wenn ich mich hier unten an die Brücke hänge? Dann haben die doch bestimmt Bock auf mich, oder? Ich hab ne Idee, Gippi. Guck mal. Oh, wie kann ich stehen bleiben in der Luft? Mit Rechtsklick, oder? Was? Stehen bleiben in der Luft? Ja, wie kann ich denn nochmal mein... Ich kann doch das Seil hier irgendwie wieder länger machen. Wo bist du denn? Ich lass mich hier runterhängen. Dann denken die können mich essen. Hä, wo? Komm mal ran hier. Auf der anderen Seite von der Brücke. Hier, die brüllen mich an. Ja, aber guck mal, wir können die gar nicht hier zähmen. Weißt du warum? Weil selbst wenn wir einen betäubt bekommen, dann werden die anderen den aufessen. Okay, ich habe jetzt eine Idee. Darum separiere ich die. Julie, komm jetzt mal mit. Steig auf meinen Vogel auf. Da kommen jetzt schon viele von weg. I see. Hä, wo bist du denn? Egal. Ich hänge auf der anderen Seite der Brücke. Ich habe mich hier extra runterhängen lassen. Ich hätte uns fast umgebracht. Alles gut. Ich wollte nur einen Schluck trinken. Ich komme sofort wieder. Ich trinke doch nicht, wenn wir fliegen. Ja, ich hätte uns halt vor allem auch ins Wasser gebracht. So, ich steig wieder out. Wir fliegen weg. Ach, du warst abgestiegen. Ich habe auch getrunken. Ja, steig auf. Komm. So, ich habe hier. Die sind alle bei mir. Nicht alle, aber viele. Und Textgift wäre jetzt geil, ne? Verdammt. Warte, wo bist du, Gipi? Ich versuche dich zu finden. Hier, auf der anderen Seite, wo die alle hochbrüllen. Einfach gegenüberliegend. Siehst du das nicht? Hier sind 100.000 Dinger und brüllen hier hoch. Ich kack mir in die Butz. Ach, da hinten hängt da rum. Ja, das bringt uns nichts. Ich habe einen anderen Plan. Okay. Ich weiß, wie wir das machen. Ich bin ready. Julie, du kannst Gippy abholen. Der hängt da hinten an der Klippe. Du musst nur über mich drüber fliegen, Julie. Über. Reite das Tier und flieg da hinten hin. Siehst du ihn? Da hinten? Wenn ich hingucke. Guck mal. Ja, schieß mal dahin. Ey, da sind doch 1000 Leute hier. Ah, ja, das ist ein kleiner Furz. Kleiner Furz. Ich bereite derweil was vor. Ich habe da eine Idee. Warte, wie hole ich Gippy? Du fliegst einfach hin. Genau. Ich habe eine Idee. Wir machen uns unser eigenes riesiges Zähmgehege da unten. Und dann ziehen wir da ein paar rein, die wir brauchen und Jodis. Gasgranaten funktionieren nicht bei wilden Tames. Nur die Narcotraps. Ich baue uns da jetzt ein Cage und dann locken wir da die rein, die cool sind und den Rest sortieren wir aus. Das sind 200 Stück. Ja, das wird kein Problem. Wir schaffen das, Julie. Mit der Community Power schaffen wir das. Nicht so negativ denken. Der Weg zum Bossfight hin ist die Kunst und das, was dauert. Der Bossfight selbst dauert nicht lange. Ja, der Weg ist das Ziel, da trifft's. Jetzt fressen die ganze Zeit die Tore, ey. Ich kack ab. Kommt rein hier. Elektronik, Kristall, Metallbarren brauchen. Einfach alles pullen. Du kannst oben pullen, Juli, auf dieses links neben der einen. Ich habe gleich ein paar gefangen und wir hoffen einfach, dass einige davon Female sind. Fertig aus. So, da ist ein Female bei. Und stimmt, so ging das. Geil. Hier. Was beißen die? Dank Vajan haben wir dabei. Dank Vajan, das hier ist ein MS. Das ist ein männlicher, ne? Kogito. Der Alpha ist auch ein männlicher. Okay, guck einfach das, was ich hier eingesperrt habe.
Sind da ein paar Females bei? Vier Männer und ein Female. Und welchen wollen wir? Vier Männer? Ja, ein Female. Der mit dem roten da. Also, dass da wirklich ein Female nur drin ist, das ist hart unlucky. Ja, der eine ist vor der Tür. Den Female, genau. Oh, der eine fällt fast raus. Aber der fällt fast raus. Hey, ist der, wie ist der da? Der ist hier auf der Brüstung, auf der Brücke. Betäubt einfach mal den Female zuerst. Ach, ich. Ippi? Ja, aber da klar. Ja. Guck mal hier, du kannst hiermit mitmachen. Ah! Was? Wer war das? Oh. Naja, ich sag's mal so. Kay hat mir die Sachen auf die... Kay hat mir die Sachen dahingelegt und ich hab E gedrückt. Wir hatten's alle umgebracht. Du hast uns umgebracht. Man hebt mit F auf, Gibi, nicht mit E. Oh ja, das kann ich ja so nicht wissen. Ich geh wieder auf die Treppe, weil ich dachte mir, so wird schon keiner so doof sein und mich wieder wegmachen. Also, ich habe eine Entschuldigung. Die kann sie jetzt sonst wohin stecken. Oh nein. Mein größtes Problem ist gerade, ich habe keinen Haken mehr und ich hänge hier rum. Lord Julie! wie hast du es überlebt? Sneaky, hä? Sneaky. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich werde dich da nicht rausbekommen. Julie muss rausgehen, oder nicht? Nee, müsste eher ein bisschen nach vorne. Ich kann Julie rausholen mit der Pistole. Kann springen auch. Ja, jetzt, ihr habt mich. Hab ich dich? Ja. Nein, hab ich nicht. Okay, Julie ist tot. Ich bin tot. Nein, ihr könnt mich holen, holt mich. Komm schon, holt mich. Holt mich. Lauf. Ich hab dich. Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie du es überlebt hast, aber du hast es überlebt. MVP. Ich glaube, T-Rex sind doch nicht so cool. Scheiße, wir haben jetzt schon wieder so lange gebraucht, dass unsere Raten wieder runtergehen. Was kann man. Was? Es. Hey, super gemacht. Ah ne, warte, war ja ich. Ignorant. Eingebildet, Versal. Ich bin hier voll an der Front. Oh nee, Junge, was denn für? Junge, wie bin ich denn so weit geflogen? Hör auf, von oben auf mich runter zu lachen. Was ist das denn? Komm jetzt hoch mit dem neuen Rex und dann wird er gebimst. Ich sag's dir. Ich hab keine Grappling-Hooks mehr, um da hochzukommen. Scheiße. Warte, ich zieh dich hoch. Zieh mich hoch. Kann ich mir kurz deine Waffe angucken? Was willst du denn da gucken? Gib mal bitte. Ziegepie, ich war... Du hast losgelassen. Nein, nein, du hast daneben geschossen, du hast dich an den Boden gezogen. Warte mal, das ist Quatsch. Doch, ich hab das genau gesehen. Ja, da guck, dass er immer wieder hochkommst. Ey, du bleibst hier. Gibi, hör auf zu fliehen. Hallo? Ey. LOL, du hast aus Versehen gedodged! Ja, aus Versehen, was machst du da? Aua, was ist denn hier los? Ich hab keine Gravelin-Hooks mehr. Nein! Gib mir. Oh nee, okay, pass auf, ich mach das jetzt Pro-Gamer-mäßig. Yeet! Ja, easy. Tschüss! Was? Jetzt geh jetzt einfach selber hoch. Blöde Frage. Achso, ich hab den eingepackt. Nevermind, alles gut. Oh, jetzt neue Grappling Hooks, du kannst mich mal. Komm jetzt mal, ich brauche jemanden, der droppen kann. Los. Ich kann droppen. Okay, pass auf. Nix. Was würdet ihr denken, wenn ihr zu euch kommt und sagt, ich will mit euch einen Endboss machen? Hier nebenwerfen. Wie stellt ihr euch den Abend vor? Julie, das wird funktionieren. Wir haben Rex getamed und sind von der Brücke gestürzt, ja? Gib die, Julie, das ist, alles ist in Ordnung. Jetzt hör doch auf, Casey Dings schlecht zu reden. Der Plan wird aufgehen. Du hast keine Ahnung, wie es ist. Jetzt nimm den Vogelschnabel aus dem T-Rex-Arsch raus. Also Mann. Ziel ist es... Nee, geht ja nicht. Das letzte Mal. Ja, ist der Finale, Julie. Du kannst ja nicht das Finale nochmal verlängern. Du bist der Boss, Kay. Du kannst das Finale verlängern. Nein, jetzt hör doch mal zu, Julie. Finale, ist Ende. Schluss. Ist vorbei. Schluss mit lustig. Ich wollte das heute wieder runterwerfen, das Spiel hier. Ja, wollte. So. Eine passive Heilung. Das ist der neue Rex. Guten Tag, der Herr. Sind sie gut? Sind sie geil? Nee, der ist scheiße. Aber egal. Wann bimsen die jetzt wieder? Ist der Mail? Der ist wieder Mail geworden. Was ist mit unserem Neuling da unten? Die liegt noch, die Dame. Oh, die wollen aber knabbern an der, kann das sein? Nicht knattern, knabbern. Knattern wollen die. Ach so. Mann,
Julie. Das ist eine Female. Das ist halt leider echt scheiße. Ja, wir müssen es aber nicht übertreiben. So, ich komme, um zu füttern. Ich niese gleich. Ist okay. Oh, oh, die stehen. Die stehen. Oh, shit. Mach auf das Tor. Der ist tot. Der ist tot, ey. Ich versuche ihn zu retten. Ich versuche ihn zu retten. Das geht nicht. Hier, mach doch auf das Tor. Ja. Mach weg. Komm her, Bude, komm her. Oh, ja. Bist du gerettet? Ja. Warte. Ach du Scheiße. Die hat 700 Leben gehabt. Das ist wenig, oder? Das ist nicht viel. Alles gut. So, wir brauchen jetzt eigentlich auch nur noch einen Yuti. Und dann würde ich sagen, sind wir Gucci to go. Gippi. Also Level 50 ist leider echt Trash, ne? Aber... Naja, was wird denn gemacht? Wir bereiten uns gerade auf die Bossfights vor. Wir machen alle Bosse heute noch. Hol mal den Zebra raus. Aber wir müssen gestehen, wir werden die Artefakte cheaten. Weil das dauert sonst zu lange, das schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht. Hol ihn mal raus. Mit denen zusammen schaffen wir es nicht, jedes Artefakt zu holen. Unmöglich, kriegen wir nicht hin. Amadeus. Die werden sterben und dann mache ich es im Endeffekt alleine und das ist wasted time. Also werden wir die Artefakte mit Cheat Command spawnen. Gar nicht so schlecht der Yuti dafür, dass der so ein Kacklevel war. Oh, sorry. Komm von dem Ding runter. Du musst jetzt hier, machen, wie es ist. Das mache ich. Du wirfst jetzt den hier raus. Da liegt er. Heb ihn auf und schmeiß ihn hier hin, wenn du keinen Cooldown hast. Warum lachst du jetzt? Es passiert was Aufregendes. Es passiert nichts aufregend. Ja, Julie ist müde, Kay. Schmeiß sie raus jetzt! Ja, ich weiß hier! Please. Du Idiot! Ach doch, Mann, Julie! Als Gibi, ich hol dich ab. Ich hab's schon gesehen. Alter, wir müssen ja 3 Minuten wieder warten, ne? Oder 5 Minuten sogar. Deswegen hat Julie sich so gefreut. Deswegen hat die sich schon so gefreut. Das war ein langer Plan, Alter. Ey. Es war ein langer Plan. Es besteht was Großartiges vor. Der heißt Kegge. Hey, warum hast du denn Kegge genannt? Hast du den jetzt? Ich habe ihn rausgeholt. Er hat die Kryptokrankheit, Kay. Oh nein, Julie! Hey, du wolltest, dass ich ihn rausholen. Ja, aber doch nicht, wenn du Debuff hast! Was denn mit dir? Los, Gippi, wir müssen gehen. Ich hab einen Rex da, ne? Ja, wir müssen den hinbringen. Ja, also, ich hab den hier in der Tasche, ne? Ja, passt, steig auf. Du sitzt nicht auf Kegge, du bist Kegge. Nein, ich sitze auf Kegge. Das ist sehr bequem. Und Gippi, die sabotiert uns aktiv. Ja, ich weiß, Kay. Kay, du bist unmissverständlich. Ja, richtig. Ich geb dir den Cryobot in die Hand und sag, hier, schmeiß den raus. Dann schmeißt du so ein scheiß My Little Pony dahin, das keiner gebrauchen kann. Nehmen wir den mit wenigstens, das Pony? Du bist missverständlich. Nee, den schießen wir jetzt. Vor ihren Augen. Entschuldigung, dann tötet den wirklich. Nein. Tot. Ich hab ihn getötet, dein Zebra. Du schmeiß raus, Yippie. Ich hab ihn doch schon reingeholt, nein. Zebra. Doch, nein. Was liegt der hier Cryo-Sick rum, ey? Ich krieg Krampf. Wie lange dauert das, bis der wieder gut ist? Eine Dreiviertelstunde. Ja, okay, wir haben ja noch Zeit. Wir haben gerade eine Stunde dafür gesorgt, dass wir die Dinos alle hierher kriegen. Ja. Und du hast den allen geschlafen. Und vor allem so, dass er auf jeden Fall mitkommt. Kay hat gesagt, nicht das Zebra, also habe ich den anderen rausgeholt. Das war missverständlich. Wenn ihr was anderes wollt, müsst ihr was anderes sagen. Tötest du den gerade? Ich töte nichts. Kann man den nicht aufwecken mit weißen Samen oder so? Weißen Samen? Also mit den Sternen, meine ich. Du kannst den Stimberries reinballern, dann geht's schneller, aber es dauert. Juli, hol mal dein... Ah ne, wenn du jetzt dein Ding... Kay, kannst du mal das Zebra-Vieh holen? Gib doch mal Kay das Zebra-Vieh. Wir können doch hier Büsche farmen. Nee, ich hab aber Cooldown. Ich kann den ja nicht rausholen. Jetzt nicht legen, bitte, Juli, sonst schläft er auch noch ein. Soll ich euch jetzt legen oder nicht? Wir können auch mit der Hand jetzt farmen. Müsste noch schnell gehen. Einfach rein in den Rachen vom Rex. Das ist jetzt deine Aufgabe, Julie. Du wirst jetzt die ganze Zeit den Rex mit Bären voll füttern. Ist das schwer jetzt, Kay? Nein, es wird super einfach. Und wieso brauchen wir dann so lange dafür? Weil nur die Vorbereitung dauert. Machen wir jetzt alle 4 noch? Ja, klar. Der letzte wird ein bisschen länger dauern, der Rest ist easy Speedrun. Gar kein Problem. Wird super einfach. Wird auch überhaupt nicht spektakulär sein. Aber ihr werdet es sehen. Also, das ist halt jetzt, wir gehen jetzt in den einfachsten Bossfight rein mit Tieren, also mit quasi mit einer Panzerfaust. So, wir machen den einfachsten Feind mit einem Raketenwerfer. Wir spielen arg, wie Gato es tun würde. Okay, kommt alle in den Kreis rein. Sind drin. Alle Tiere auch. Yep. Dann geht's los. Nein, ich bin nicht drin. Und komm rein. Komm rein, bleib doch drin.
Das ist so geil. Das ist egal, Judy. Lass deinen Schwanz, wo er sein will. Und bitte von den Tieren absteigen. Jetzt? Ja, steigt ab. Oh mein Gott. Und gleich steigt ihr einfach wieder auf. Das ist nur, weil es kann passieren, dass ihr ab, dass das Probleme macht. Aber ist okay. Alles Gucci. Ihr seid drin, oder? Ja. Steigt auf eure Rexe auf. Julie aufsteigen. Und dann auf die Spinne. Hingehen, richtig? Ja, geh drauf und beiß. Setz sie einfach auf den Dino. Ich brauch Kekke. Nein, Julie, wenn, nimm einfach das nächstbeste, sonst bist du tot. Ich hab Kekke. Gib ihr helfen. Los, rauf. Julie, ich bin ja schon wieder alleine am Kämpfen. Kann das sein? Ist okay. Kommen alle. Ihr beißt drauf, ja, ich buff euch. Ihr müsst nur darauf achten, dass eure HP, wenn die low geht, dann sauft ihr einfach Medical Brews, ne? Um dagegen zu healen. Das passiert hauptsächlich dadurch, dass kalt ist oder dass es warm ist. Richtig. Hier ist heiß, deswegen verliert ihr ein bisschen HP. Da kommen kleine Keks drin. Ist egal, die werden einfach nebenbei gekillt. Ey, das ist ja super unspektakulär. Ja, ist es auch. Dann haben wir das ja nicht gleich so gemacht beim letzten Mal. Wie sind wir hochgesprungen? Wegen der Test. Aber ist doch die leichte Schwierigkeit, leichtester Schwierigkeitsgrad, ne? Ich mach mal Musik noch an. Habt ihr Musik jetzt eigentlich aus oder an? Aus, ja. Ich hab sie an. Ihr könnt das mal ganz leise anmachen. Gut, oder warum? Naja, weil dann kriegt ihr so die... Ihr habt's geschafft, Musik. Gucken, wie laut es wird. Hey, du sitzt daneben, machst nichts, ja, gell? Doch, ich buffe. Guck, jetzt kam die geschafft Musik. Hast du es nicht mehr geschafft? Ja, doch, jetzt ist sie. Das hört sich an wie Lost Ark. Actually, ja. Und jetzt? Jetzt warten wir, bis der Timer abgelaufen ist, dann werden wir da rausgeportet. So, Konzentration. Wohin? Auf den Rex drauf? Nein. Also ja, natürlich. So, hier achtet ihr auf jeden Fall auf euer Leben, weil hier ist es sackkalt und ihr verliert schnell Leben. Ja, ich verliere Leben, okay. Ihr bleibt da hinten stehen, ich hol den Boss. Okay. Auf den draufsetzen, Juli. Ja, ich bin drauf auf Keke. Oh, du musst dran denken, dich zu heilen, oder, ne? Ja. Mach mal Gamma auf 0 wieder. Das ist durchaus... Oh. Nicht verkehrt, Gamma auf 0 zu machen. Warum? Es ist stark dunkel. Nicht auf 0, nein. Du musst nicht auf 0, einfach nur Gamma eingeben. Nee. Da kommt ein Äffchen. Ja, das ist der Boss. Ich buff euch jetzt und ihr zerschnetzelt den. Wow. Komm hier nicht durch. Einfach warten, nicht dem entgegengehen. Nicht dem entgegengehen. Wir wollen hier kämpfen. Ja, dann sag das mal deinen Dinos da. Passt. Da geht auch. Also da passt. Warum eigentlich? Weil der sonst runter will. Weil da hinten können wir runterfallen. Hier können wir nicht runterfallen. Pass auf. Mann, der schützt mich immer weg. Ey, wir müssen ja gar nichts machen. Das machen ja unsere Dinos für uns. Die helfen. Ihr macht auch Damage. Ey, genau, dann machen die alles an Damage. Wir kommen ja nicht mehr hin. Ja, dann müsst ihr hingehen. Juli ist zu weit weg. Der ist noch einfacher als die Spinne, by the way. Ist aber leichte Schwierigkeiten, oder? Ja, alle. Hä, hey, was habt ihr dann da für ein... So, zweiter Boss geschafft. Wieso sammelt meiner hier wieder Fleisch, den ich hier gerade nutze? Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich... Ah, ne, ich weiß warum. Lecker Fleisch. Fleisch, weil... Juli, dass du wieder persönlich werden musst, ne? Das geht gar nicht. Was? Ich glaube, Juli stirbt gleich einfach an Kälte. Die sagt nämlich einfach nur ja, damit du die Klappe hältst. Die hört dir gar nichts. Ich weiß, das macht viel. Ich hab das doch geschlürft. Dann geht's. Hast du das Schwein rausgebracht schon? Ja, ne? Ja. Oh, Kippi, du Schwein. Und jetzt wird's übrigens heiß, also auch wieder auf euer Leben. Ne? Okay. Aufpassen. Und was war jetzt die Schwierigkeit daran? Die Vorbereitung, sonst nichts. Das ist nur die Vorbereitung. Das hast du beim letzten Mal nicht geschafft alleine? Ich habe das alles schon alleine geschafft. Ich mache das... Nur den Overseer habe ich nicht geschafft. Und den habe ich auch nicht geschafft, weil ich den auf Alpha machen musste. Das ist nochmal ein Unterschied. Der letzte, oder was? Ja, weil da musst du gegen so 600 Dinos kämpfen. Oh, shit. So, Julie aufsitzen. Die steht schon wieder auf Karum und ist am Essen, ey. Juli. Guck mal, wir bimsen. Nimm bitte irgendeinen, Juli. Dankeschön. Oh, da ist der Drache da oben. Richtig, oh, sieht das cool aus hier. Okay, das sieht krass aus. Guck mal, der Vulkan da rechts, Juli. Aber ihr müsst aufpassen, der wird gleich auf uns Feuer spucken. Ja. Und hier kommen kleine Dimorphodons angeflogen mit der Zeit. Da müsst ihr aufpassen. Doch, das ist ein Drache. Wow. Machen wir das sehr. Achtung, das müssen wir eigentlich ausweichen. Hört mal bitte zu jetzt gerade. Ja, ich hör zu. Der schießt Feuerbälle, die müsst ihr dodgen, sonst geht eure Rüstung irgendwann kaputt. Und die Dimorphodons müsst ihr auf jeden Fall killen. Und alles, was jetzt hier kommt, weil die killen euch von eurem Rex runter. Das ist das Gefährliche hier gerade. Feuerbälle dodgen und alles, was fliegt, auf euch zukommt, töten. Und auf eure HP achten, damit ihr nicht verbrennt und daran sterbt. War richtig wilder Fight hier. Im Gegensatz zu den anderen ist der tatsächlich ein bisschen... wo man was tun muss. Der sieht ja hübsch aus. Helfen Sie mir, ich hab Kacke am Arsch. So, der landet jetzt gleich und dann greifen wir den an. Wie kommen wir denn da rüber?
Aber wir müssen... Scheiße. Oh mein Gott, ist der cool. Der kommt hier rüber. Geht mal ein Stück zurück. Kommt mal zu mir, wir schieben den gleich. Ich bin in der Lava. Okay. Ja, der hat dich... ist dich aggro. Okay, wir gehen jetzt drauf. Ein bisschen doof, aber... Nicht draufgehen. Doch. Nein, auf den Drachen draufgehen. Nicht draufgehen. Plus Angriff. Du hast gesagt, draufgehen. Angreifen. Attacke, Juli. Der verliert ja gar keinen Leben. Ja, der ist halt fies. Wie gesagt, da haben wir die Chance, dass wir das verkacken. Weil der halt Feuerschaden macht und das tut Fleischfressern sehr weh. Mein irgendwas ist kaputt gegangen. Aufpassen, pass auf dein Leben auf, Juli. Ja. Heil dich. Immer schon gegen Kopf. Oder mal weggehen dort. Der hat dich im Akku. Boah, mein Juti ist richtig am Arsch, ey. Wenn mein Juti noch einmal brennt, ist er tot. Dann pass doch mal ein bisschen auf. Ah, ich versuche aufzupassen. Juli, lass uns mal tauschen. Ich bin weg. Bleib stehen. Steig mal ab und geh auf den hier, den ich hab. Aber wir tauschen. Nicht angreifen, Juli. Nee, einfach hinten stehen bleiben und nur C drücken. Guck mal C. No. Oh, du brennst! Lauf weg! Mein Rex wurde gekillt! Nee. Dann lauf ich weg jetzt. Einfach nicht weglaufen, draufhauen. Weglaufen, gesagt. Der ist fast tot, der zwei mit Leben. Ja, der ist fast tot, da musst du aufpassen. Du, Juli, guck nur nach dem Dings oben, nach dem Feuerbällen hier. Vielleicht hätten wir das Schwein mitnehmen sollen. Du musst wirklich jetzt einfach gucken, dass du dich sehr raushältst, Juli. Auch nicht C drücken. Na ja, doch, gerade nicht. Also jetzt noch sind wir ja gebufft. Also. Feuerkugel. Oh shit. Na, die hat mich getroffen. Oh, schnell bitte. Ja, sag mal. Erst 15% nochmal Feuerkugel. Ja, auf mich. War okay. Wir könnten da vielleicht sogar dran drauf gehen. Ich bin halb nicht. Juli, potte du auch mal, ne? Also gucken. Okay. Wir müssen jetzt direkt wieder angreifen. Drauf. Direkt dran. Waffen, Juli, Waffen. C oder was? C. Ja. C auf uns, bitte. Fick dir das auf die Entfernung. Ja, machen wir. Nee, muss näher ran. Nee, sie drückt's ja gar nicht. Doch, C. Hab ich. Jetzt, ja. Jetzt nochmal. Ja, passt. Ach, den Klingel drauf, okay. Perfekt. Kling nicht hier neben raus. Bleib schön da hinten stehen, Juli. Kann ich ihm Essen geben? Kannst du machen, wenn du denkst, oh shit. Einer ist tot von oben. Ja. Ja, vielleicht sterben wir wirklich. Romana kriegt auch gut Schaden gerade. Okay, Planänderung. Ich schieße mit Pumpgun noch drauf. Ja, soll ich auch? Kannst, wenn du nicht zu nah dran bist, kannst du es machen. Nee, ich hab keine Schuss. Wird wirklich eng. Aber das ist auch der schwerste von allen, muss man dabei sagen. Weiter C drücken, aber erst wenn es abläuft bei euch, ne? Ja, meiner ist jetzt recht down. Nein. Aber ich kann noch Kegel nehmen. Ja. Ich nehme Kegel. Weiß nicht. Wir haben Feuer. Ja, gerade pushe ich nur, weil es ist, glaube ich, es ist einfach one-on-one. Du darfst auf keinen Fall brennen, Juli, sonst bist du tot. Mach einfach auf Nummer sicher. Wir schaffen den. Das passt. Ja, das ist one-on-one gerade. Also, wird knapp, aber wir schaffen es. Absoluter Brawl. Oh. Feuer? Brenne. Stirb! Nice, good job. Brenne. Was mache ich gegen Brennen? Nichts, du musst einfach, du musst nur warten. Oh mein Gott, eine Lava. Achso, du meinst, wenn du brennst, perfekt. Okay, dass zwei Rechse gestorben sind, wild, ey. Das ist, dass der Juti überlebt hat. Ich glaube, Kegge lebt noch. Kegge lebt, ja. Okay, nice, GG. So, jetzt noch den letzten. Auch noch. Ihr müsst bedenken, so, ne, weil es ja heißt Finale, das habe ich mir quasi ausgedacht als Finale, dass wir immer so mal auf chaotisch machen, aber dass wir trotzdem quasi einen Abschluss haben im Sinne der Cutscene. Das hat letztes Mal nicht geklappt, wie für die es nicht mitbekommen haben. Letztes Mal gab es ein bisschen Turbulenzen, es gab Probleme, es gab ein bisschen Stress. Und das fand ich als Abschluss dämlich, deswegen haben wir das hier nochmal als Bonus gemacht. Deswegen sind wir jetzt hier nochmal am Start mit denen. Dass es chaotisch wird, war mir klar. Und deswegen habe ich auch von vornherein gesagt, unter Vorbehalt werden wir zur Not auch einfach cheaten, wenn es sein muss. Wenn es zu lange dauert, es hat zu lange gedauert. Deswegen war auch sehr häufig heute die Sachen aus, die eigentlich gingen. Wir haben gar keine Challenge gemacht heute. Das ist ein bisschen doof, weil das wollten die ja eigentlich auch. Das hat dann halt nicht hingehauen. Es hat trotzdem mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, der Mehrheit von euch auch. Jetzt machen wir zum Schluss noch den Overseer. Hoffentlich schaffen wir das. Damit die beiden auch noch schön die Cutscene sehen zum Ende. Ich denke, die Mehrheit von euch kennt sie. Ich kenne sie. Alter, die ganze Zeit die Arkmucke hier, ne?
furchtbar. Das wollte ich nur für Bossfights machen. Jetzt kommt das die ganze Zeit beim Fighten hier. Ja. Und dann packen wir es auch für heute. Und dann geht es darum, dass wir uns überlegen, was wir fürs nächste Mal ändern werden. Weil, nur weil es heißt Finale, heißt ja nicht, dass wir das Format abschaffen. Es ist nur quasi die erste Season davon vorbei. Und wir machen uns dann Gedanken, wie wir die zweite machen. Ihr könnt weiterhin auch noch euer Feedback in den Discord Live Feedback Channel reinhauen. Wenn ihr noch der Meinung seid, ihr habt unbedingt Gedanken, was man verbessern sollte oder könnte. Ja, so sieht das aus. Und jetzt entmute ich mich wieder. So, da geht's rein zum Bossfight. Zum Ende, bitte. Jeder setzt sich bitte wieder auf einen Rex drauf, ja? Also Julie auf den Rex, Gippy auf den Rex. Und dann geht ihr bitte mal rein. Oh fuck, ja. Ich glaube, ihr kommt nicht durch, oder? Ich schieb den einen mal rein. So, jetzt seht ihr schon, wir haben einen Timer, dass die Tür gleich zugeht. Also bringen wir gerade mal kurz alles rein. Safe door closes in 5 Minuten. Richtig. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten müssen wir alles hier reingebracht haben, dann geht nämlich die Tür zu. Was bringe ich rein? Du läufst einfach mit deinem Rex rein. Ja, das passt schon. Gippy nimmt jetzt noch das Schwein, ich nehme den Newtie und dann haben wir's. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall auch mal Musik anmachen, so, ne? Also, ich hab Musik die ganze Zeit an. Gippy hat es nicht gemacht oder so, ne? Doch, doch. Okay, perfekt. So. Gut, jetzt machen wir das so. Wie viele Rexe sind wir jetzt insgesamt? Ich brauche Hilfe. Uli, warum bist was denn machst schon du da? Denn? Ich hab gesagt, reinlaufen. Ja, reingehen heißt aber doch nicht durchlaufen. Ja, geh ihr mal helfen. Never mind, ich schaff's. Achtet auf jeden Fall auf euer Leben. Hier ist übel heiß, ne? Nicht zu viele die Pots spammen. Das ist alles, was wir haben, um durchzukommen. Okay, machen wir das so. Warte mal, Uli, hier ist ein Stein, du läufst voll drauf. Wir müssen das mal gerade koordinieren. Passt auf, die stunnen euch runter von dem Rex, ne? Das ist das Einzige, was euch hier fertig machen kann, quasi. Mikroraptor und Pullover. Wartet mal bitte da unten jetzt. Pullover? Ja, ich kann nicht zurück, weil ich meinen Rücken blockiert. Nicht weiter reingehen, bitte. Ich kann nicht. Du musst jetzt Gippy verteidigen. Okay. Wir müssen jetzt vor. Ich mach den Yuti und ich nehme das Schwein mit. Ihr macht das so, ihr geht beide auf einen Rex und nehmt einen Rex auf Follow. Okay? Okay. Ja? Wir machen das. Lasst mich die noch kurz einstellen. Lasst mich die noch kurz einstellen. Den rechten. Jetzt den rechten. Der nicht mir folgt. So, warte mal. Den außen. Gippy. Ihr müsst das auch. Passt auf, macht das am besten. Nee, scheiß drauf, ist egal. Geht schon. Following Rex. Der folgt dir hier. So. Ja, der hier folgt mir hinter mir. Ja, ich mach gerade. Was meint einer folgt? Einmal T drücken, mehr nicht. Follow Range auf Low. So, jetzt ist er bei euch dran. Moment, bitte stehen bleiben, Julie. Julie. Ja. Was? Ja, Julie, es ist los. Es wird dadurch aber nicht schneller gehen. Wir gehen jetzt einfach durch, killen alles, was auf dem Weg ist. Ich buff euch und beiß mit. Ihr müsst nur drauf aufpassen, dass ihr nicht runterfallt. Ach man, ich bin so stark, weil Julie nicht weitergeht. Ich bin stark, ich komme hier nicht raus. Julie, geh doch mal weiter nach links. Er bewegt sich nicht, er macht nichts, er läuft nicht. Okay, Moment, ich mach das anders. Jetzt, du Bastard. Hast du's? Okay. Warum rennst du jetzt in mein Yuti rein? Und so da irgendwie raus. Okay, los. Klappt das, Yuppie? Ja, nee. Warte, das ist, weil der Rex zu nah in dich reinläuft. Ich mach die Range auf Medium. Behavior, Range, Medium. So, jetzt steig einmal kurz ab. Nee, ja, passt, ja. Okay. Alles gut. So, passt jetzt. Passt nicht. Jetzt steht das Schwein im Weg. Raus, ich häng. Ja, das ist hier gerade... Juli, du... steig mal bitte ab. Wieso geht Julie eigentlich vor, wenn ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Lass mal Gippy vorgehen, Julie. Ich mach doch gar nichts. Doch, du machst über Straßensperre. Wo läuft Kegge denn jetzt hin? Bist du da drauf, Julie? Ja, endlich. Okay. Bin ich befreit. Du musst. Folgendes musst du aufpassen. Wir müssen. Ja? Ihr habt ja einen Rex auf Follow. Ihr müsst darauf achten, dass der nicht runterspringt. Ne? Wenn der in die Lava fällt, ist der Ex. Das ist aber doch ein Rex. Richtig, hinter uns ist ein Mikroraptor, der hat mich gestunt. Ach egal, lauft einfach weiter, ich komme gleich nach. Passt schon. Ich bin jetzt nicht an mir vorbei. Toxic Mikroraptor. Ihr müsst aufpassen, also ihr müsst wirklich nacheinander gehen. Meinst du, Not, lass mir die auch einfach. Wisst ihr was, scheiß drauf, machen das anders. Ich lass den Yuti und das Schwein hier stehen. Da muss ein K hin. Bleib mal kurz stehen, bitte. Wir machen das jetzt anders, das ist scheiße so. Wo rennt er denn da unten hin? Wo will er hin? Oder war das ein Wilder? Was macht er? Ist er. Juli oder nicht? Nee. Alter, er intet komplett. Was macht er? Der ist einfach nach da unten gelaufen. Der tot? Ich weiß es nicht. Er bringt sich vielleicht jetzt gleich um. Was? Ah, wobei, Alter. Ah, ich glaube, er schafft's. Passt, alles gut. Ich komme wieder zu euch. Was war denn das? Ja, kriegt aber wer Schaden? Ja, ja, ich komme jetzt gerade. Alter, er kriegt richtig Schaden. Könnt ihr mir bitte helfen? Bitte push. Junge, die Teris. Ah, Juli hat den Dino, der voll wird. Okay, wir müssen das kurz nochmal neu regeln. Wir machen das jetzt anders. So geht das nicht. Wir machen das jetzt. Wir laufen zu dritt und wir clearen das und danach hole ich die anderen nach. Das bringt nichts, wenn wir uns die ganze Zeit so feststacken hier. Was geht da oben jetzt wieder ab? Da kriegt schon wieder was Schaden. Ist das Schwein? Oh nein. Bitte jetzt schmeißt nicht irgendwas das Schwein darunter. Ich verstehe das nicht, wo das Vieh hergekommen ist.
Ich meine, das ist gut, dass das Schwein gerade kämpft, aber... Hier standen die ganze Zeit da. Ach so, okay, deswegen aber war das... Aber wir looten schon wieder hier, Kay, ne? Nee, nicht wir looten, wir... Nee, mein Dino lootet. Ach so. Ja, dann pass auf, dann gehst du einfach drauf, guckst ihn an, hältst E gedrückt und gehst bei Harvest Settings auf Disable Resource Harvesting. Ich überlege gerade hier, ich springe hier meistens runter. Na, hier geht's lang. Ich springe meistens hier runter, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Weiterhin auf der HP achten, ne? Einfach beißen, beißen, beißen. Boah. Halt, Vorsicht. Wir müssen aufpassen, dass die... Und die können uns ein bisschen schieben, nicht, dass wir in die Lava fallen. Wow. Das wäre unlucky. Man ist overweight. Ja, passt, oder? Ja. Oh, Polovias. Kleine Püpse. Ja, die sind eigentlich sogar richtig fies. Aber weil wir auf Rexen sitzen, können die uns nicht viel. Aber wir können es runterwerfen, oder? Nee. Deswegen, ja. Jetzt müsste eigentlich noch einmal um die Kurve gehen und dann sind wir an dem Part vorbei, wo wir kämpfen müssen. Danach müssen wir noch laufen. Ich hoffe, die Polovias sind hier alle aus ihren Höhlen rausgekommen. Warum? Weil die Cases vielleicht absnacken. Richtig. Pass auf, ich würde von hier dann... Warum rennst du denn jetzt in mich rein? Mann, Julie! Du kommst trotzdem stark. Ja, machst mich. Du das beim Autofahren auch so, wenn einer Nein, vor dir ist? Ich fahre wunderbar aus. Das glaube ich dir langsam nicht. Na klar. Das ist wahrscheinlich die gleiche Argumentation so. Fährst einfach rein und beschwerst dich dann, warum es nicht weitergeht. Women shame hier. Was ist das denn, Kay? Nee, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Dings geben? Was denn? Popstar. Nee, ich habe noch genug Pots, alles gut. Ihr könnt. Achso. Ja, danke schön. Ihr könnt, also da unten. Wo das so glibbert. Da müssen wir hin, da ist das Ziel. Ihr könnt euch einfach schon mal bis dahin weiter durchboxen. Ich hole die anderen Dinos, okay? Eigentlich sollte das gut gehen. Ich komme mit Verstärkung. Man läuft oft an Verletzten vorbei. Oh, du bist am Outtime gerade. Oh! Okay gedrückt. Ich brauche Hilfe. Was? Wie sollen wir dir jetzt helfen? Ich steh hier oben gestunt rum. Da liegen in Lost Ark immer welche und machen was. Achtung, da kommt noch einer unten. Ach man, Newty verkauft, ey. Das macht ja auch nicht. Das Schwein, Junge, das Schwein wird angegangen hier. Ah, verdammt. Kannst du fressen noch, Gippi? Warum hielt die Sau die ganze Zeit? Ich hab doch Passive Healing ausgemacht. Na, egal. Chill. Oh, hier. Hier ist jetzt kalt, ne? Auch auf euer Leben wieder achten dann. Ui, ist das gruselig hier. Müsst ihr, seid ihr voll geheilt? Danke, Chat. Hä? Seid ihr voll? Chat hat's auch geschrieben. Ja, ja. Danke, Leute. Okay, gut. Dann gehen wir los. Halt das Schwein uns nicht. Es hat die ganze Zeit geheilt. Das sollte es aber nicht beißen, Julie. Nee, halt uns das auch oder nur die Dinos? Nur die Dinos. Jetzt müsst ihr Musik anhaben, ne? Sonst hört er keine Cutscene. Musik ist an. Jetzt kommt die Katze. Nein, kommt sie nicht. Kommt erst, wenn wir durchgespielt haben. Wir müssen jetzt den Boss machen und danach ist das Spiel auf dieser Map durchgespielt. Meine Musik buggt. Guck mal, hier habt ihr jetzt... Auch Leben. Gibt jetzt noch einen schönen Ausblick, ne? Auf das, was war. Warum buggt denn meine Musik? Meine Mucke? Macht. Bei mir macht die über. Moment mal, da fehlt ein Dino. Wir gehen los. Das ist die Welt, ne? Die Welt. Guck mal richtig rein, da die Tränke. Hast du noch Tränke? Ja, ich hab 60, auch noch welche. Es 60. ist sehr kalt hier. Ihr müsst das die ganze Zeit im Auge behalten. Boah, was ist das denn? Wenn ich dafür Zeit hab. Boah, würde Julie das sehen, das ist so cool. Was ist? Im Moment wow, ist alles was ist das too denn? Much. Das war ein neuer Survivor, oder? Nee, das sind die Drops. Das sind die Drops jetzt, die nach unten geschickt werden. Guck mal, siehst du da unten, was da ist? Ja, das ist die Karte. Neue Karte? Aber ist das Echtzeit-Drops? Sind die wirklich da jetzt? Nein. Was okay, das ist jetzt hier die Kommandozentrale. Ne? Also, guck mal, nicht mal weiter, lauf mal nicht weiter, sonst geht es nämlich direkt los. Denn eigentlich, ich mache jetzt hier den Story-Guide, eigentlich ist das Ark-Ding, wo wir da waren, ne? Wir sind jetzt im Prinzip in die Kommandozentrale davon reingegangen. Und ein so ein Ark, ihr seht das, wenn ihr da draußen guckt, seht ihr im Hintergrund, da sind noch so andere Welten. Es ist jeweils, deswegen heißt das Spiel Ark, ne? Weil Ark heißt ja Arche und wir sind halt auf einer Arche und wir sind jetzt in dem Kommando-Ding davon, wo wir eigentlich nicht sein sollten, aber wir sind trotzdem reingekommen und deswegen machen wir jetzt Angriff. Aber wen greifen wir jetzt an? Das wirst du jetzt sehen. Aber warum greifen wir den an? Weiß ich nicht. Die Arche bringt uns auf. Oh mein Gott, Planeten. Das ist ja Final Fantasy Live. Und wer kommt jetzt? Hör mal die Musik, Juli. Ja. Geil. Gänsehaut. Gut. Ihr müsst gebufft werden. Buff. Dankeschön. Das ist ein Alien, oder? Es ist ein Ding. Greift ihn an.
ist das? Es ist ein Ding. Es ist eine Intelligenz. Es ist eine Intelligenz. Es ist nicht was Julie. Ist null. Was ist das? Das ist eine Intelligenz. Hey, angreifen! Nicht gesagt. Der hat ein Schild, oder nicht? Ja, der hat ein Schild. Wir müssen jetzt uns verteidigen. Der macht verschiedene Dinge. Jetzt gerade macht er, dass der uns diese Dudes schickt und die müssen wir wegkillern. Ach, die hinter uns? Unser Schwein wird gekillt. Nein, das bin ich. Ich bin das Schwein. Oh. Dann stimmt's ja. Moment mal. Ihr müsst da hinten. Ihr müsst nicht da draufhauen auf dir mit dem Schild, sondern hier vorne. Oh, er sagt das doch. Ihr müsst bei Muti. Ich muss trinken. Ich muss heil trinken. Trink heile. Heile trinken. Ich bin runtergedingt. Nicht, das mountet ab. Das mountet ab. Ach man, ich bin hier. Oh, ich bleibe, Yippie. Keke, wo ist meine Keke? Ja, siehst du? Und wir verkacken. Kommt hier hinten hin. Ihr müsst hier, ich wo ich bin. Ich kann nicht, weil ich einen Panzer fahre. Julie. Was? Ich bin runtergeschossen. Julie. Ja, was? Konzentration. Du hängst nicht fest. Du denkst nur, dass du festhängst. Scheiß auf das Schwein. Das Schwein hat eh kein Leben. Boah, geil. Boah, ja, geil. Ist ja was mit dem? Ist denn doof? Geile Nummer, mehr mit den beiden. Was macht der? Warte mal, müssen wir jetzt zu dem Boss oder nicht? Ja. Das sind Droidikas, lol. Richtig. Wait, das sind wirklich Droidikas. Sind sie auch. Was sind Droidikas? Star Wars. Ja, diese scheiß Drohnen da oben. Oh nein, oh nein, oh nein. Weniger, oh nein, mehr Damage. Der Rex braucht Hilfe. Braucht er nicht. Braucht er nicht. Ich kümmere mich um die Drohnen. Können wir jetzt nicht den Boss hier mal angreifen? Ja, ich bitte darum. Der schwächelt. Der schwächelt. Der hat kein Schild mehr. Ja, drauf. Wo ist er? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich kann nicht schneller. Wo ist er denn? Nur die Trank nehmen, Trank da nehmen, oben. Trank nehmen. Sonst bist du oh, tot. Scheiße, ganz vergessen. Mensch, Julie, Konzentration. Das hatte ich auch nicht. Ich hab das gar nicht gesehen. Mach weiter, mach weiter. Trink den Trank. Warum ist der Rex da hinten? Weil er ein Mob war. Ich war tot, oder? Nein, war es nicht tot. Jetzt hat er wieder ein Schild, die Sau. Ja, wir haben zu lange gebraucht. Ach, weil Julie fast gestorben. Jetzt spawnt er wieder neue. Moment. Wann mountet er mich ab? Wenn er so einen Laser auf jeden macht. Ich schieß gleich auf den, sobald es geht. Das Viehzeug muss weg und dann. Da, jetzt Schild ist weg, drauf. Angreifen. Ah, Laser abgemountet? Ja, ist okay. Einfach stronger sein, Gippi. Hinlaufen und beißen. Hinlaufen und beißen. Jetzt haut er ab. Ich laufe an den Mobs vorbei, an den kleinen, ja? Mach das. Ich schneide ihm den Weg ab. Moment, mountet er uns jetzt wieder ab? Wenn er diese AOE-Laser macht, ja. Nur wenn er dich trifft mit dem Laser, oder? Hä? Nur wenn er dich trifft, oder? Ja, wenn die dich treffen, ja. Oh Gott, ich werde gestuckt. Weißt du, wo läuft er denn hin? Ich bin so langsam. Ich bin auch stuck. Ich habe keine Ausdauer mehr. Tut dir Dinger Tränke? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Aber ganz am Anfang. Da hinten. Jetzt hat er wieder Schild. Okay, pass Mann, auf. Wir gehen jetzt. Wir haben die langsamsten Dinos, die es gibt. Das sind Rexe, die sind so langsam. Wir gehen jetzt zu dem hin und stellen uns um den rum. Einfach, greif den einfach die ganze Zeit an. Das Schild geht gleich aus und Hauptsache wir kriegen Damage drauf. Okay. Ja, jetzt hier. Fight, beißt einfach beißen jetzt drauf, genau. Drei, beißen. Aber du wirst von ihm Wieso? Wenn ich abgemountet werde, komme ich erstmal nur ins Inventar. Ja, das dauert einen Moment. Das ist ein Debuff dann. Hinterher, oder nicht? Yes, hinterher. Geht hin, ich kümmere mich um den kleinen Vieh. Okay, jetzt hinten. Jetzt ist er zu einem. Jetzt haben wir aber hier Dingens drauf. So, der ist jetzt, hat sich jetzt zu einem Boss mutiert, die Sau. Gott sei Dank. Der hat ja nichts an Leben verloren. Na, der ist das. Deswegen ja. Also, das Leben verliert er in der Phase, während er nicht irgendwas anderes ist. So, jetzt müssen wir einen Hoppel drauf machen. Der kann sich wieder voll heilen, oder? Ne, der. Das ist ja jetzt nur eine Form, die er macht. Wie gesagt, in der Hauptformation, die er da an den Tag legt, da müssen wir ihm Damage machen. Okay. Oh nein. Das heißt, das bringt jetzt gar nicht. Quasi. Wobei ich gleich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, das bringt nichts tatsächlich. Der flitzt halt immer weg, ne? Wir müssen halt da bleiben. Ja, der ist viel schneller als wir mit unserem T-Rex. Draufhauen. So, jetzt. Direkt Damage drauf. Der ist jetzt gerade noch unsterblich, aber jetzt gleich geht es wieder. Einfach vorbeißen. Essen und trinken und heilen. Yes, auch das. Schön beißen, schön beißen. Hey, ich warte wegen Ausdauer. Ich muss hinterherlaufen. Ja, wir wollen halt in der Phase Damage machen, am besten. Aber die macht doch gar keinen Schaden. Nee, oder? Nee, noch nicht, aber der hört gleich auf damit und dann geht's. Jetzt. Ja, ja. Dafür wird aber die Ausdauer. Ah, ich wurde direkt abgemountet, ey. Oh, und der haut halt wieder ab. Was eine Sau. Der haut immer ab, yes. In dem Moment, wo der einen abmountet. Okay, einmal frei prügeln und dranbleiben. Oh, der kommt wieder her. Ja. Hab ich wieder abgemountet und er nimmt mich mit, die Sau. Oh, oh.
Oh, oh. Kleine Füchse wegmachen. Ich möchte bitte auf einen. Ja, mach ruhig. Ich bin auf dem Juti. Ich hab zu wenig Munition, ich kann nicht auf den, ich kann ihn nicht killen mit der Muni. Ich kann hin und wieder mal schießen, aber das bringt mir nichts. Okay, er rast wieder hinten rum. Angriff. Okay, ich bin jetzt wieder bei ihm, wir können jetzt wieder ein bisschen Damage drauf machen. Ja, ja, ja. Ja, okay, und drauf. Ich kann mal. Ja, ja, ich brauch noch. Ich werd halt jedes Mal abgemountet, ey. Ich seh ihn nicht, wo ist er? Da. Vorne. Dim, dim, dim. Ah, guck mal, ein Drittel haben wir schon. Gippi, du kannst auch. Hast du noch eine Pumpgun mit Muni dabei? Ja. Dann schieß auf ihn. Jetzt? Geht, ja, ja, wenn, solange du in Sicherheit bist und er halt rumdüst. Jetzt zum Beispiel. Easy draufballern. Damit haben wir halt safe sind Schaden. Sind die Rexes nicht. Okay, jetzt schildert er wieder gleich. Ne, er verwandelt sich wieder. Ja, aber wir kommen nicht hinterher. Das ist ja das Problem. Wo ist er hin? Ah, hier hinten. Ja, jetzt ist er der Affe geworden. Ja. Denke, yep. Und den Affen töten, Julie. Yes. Wie viel Munition hast du dabei, Gigi? 33 noch. Oh, ich bin tot. No, was passiert? Ich wurde abgemontet, oder bin abgemontet ausgesehen. Ich bin im Prinzip gestorben. Oh nein. Jetzt? Können wir Gigi wieder reinholen? Gar nicht. Eigentlich gar nicht, aber du kannst Dingens mal. Mach dich mal als Appen und porte dich einfach zu mir. Ich sag dir, wie das geht. Ja. Bist du noch als Appen eingeloggt? Ja, ja, ne? Ja, ja. Mhm. Dann mach mal. Schreib mal Show My Admin Manager in die Konsole, alles zusammen. Und dann kommt so ein Menü auf, ne? Ja. Dann klickst du oben auf meinen Namen in der Mitte. Ja. Das und down jetzt der Affe, was bedeutet das? Jetzt, dass wir jetzt wieder auf ihn hier draufhauen. Boah, der Dingens ist so am Arsch, der Jute. Die dritte Phase oder die zweite? Nein, einfach draufhauen. Weiterhauen. Jetzt suchst du rechts in der Leiste, Gippi, suchst du, bis du irgendwas findest, bis anfängt, dass da steht Teleport. So lange scrollst du runter. Da gibt's dann eine Option, die heißt Teleport to Player. Oder Teleport ID to Player ID. ID to me nicht, ja? Nee, nicht Teleport to me. Player ID. Yes. Und da klickst du dann drauf. Und dann, muss irgendwo ein Knopf stehen, wo sein, wo dran steht, Spieler-ID kopieren oder sowas. Spieler-ID kopieren oder Spieler-ID? Spieler-ID. Da drückst du drauf und dann müsstest du die da einfügen können in dem Menü. Da muss ein Platz sein, wo dann steht, Spieler-ID reinschreiben oder sowas. Ja, ja, ja. Da, genau, und dann ausführen und dann müsstest du dann, genau, bis hier. Okay, geh zu deiner Leiche, hol dein Zeug und setz dich wieder was drauf. Lade noch. Ja, aber du stehst schon. Ich habe einfach ein Admin-Tutorial blind gegeben. Der Yuti ist gleich dead. Lebt das Schwein noch? Damit könnten wir den Yuti heilen wieder. Ich glaube, es ist nichts gestorben bisher. Nee, ne? Wir können das schaffen. Ich glaube, der Affe hat dich mit dem Dingens getroffen, mit dem Stein. Deswegen bist du One-Shot gewesen. Ich war, ja. Das Schwein ist gestorben? Ach, scheiße, Schwein ist tot. Oh, no. Okay, dann heißt es wieder auf den Boss. Komm, mach doch hier nicht so Faxen, Kollege. Ich krieg ihn nicht und ich habe zu wenig Shotgun-Ammo. Und wenn es gleich zu knapp wird, cheat ich mir noch Shotgun-Ammo, damit wir den auf jeden Fall schaffen. Soll ich jetzt auch mit Shotgun auf ihn drauf? Hast du Munition? Ja. Wie viel? 40. Ja, dann mach. Einfach rein jetzt? Jetzt nicht, wenn das Schild weg ist. Wenn das Schild weg ist, ja. Ah, wir schaffen das noch. Vielleicht betrügen wir ein bisschen, aber das ist okay. So, drauf. Und shooten auch. Solange es geht, weiß ich. Mach ich Schaden? Ja, ja, absolut. Juti ein ist Tyrannos down. Wurde gekillt. Ja, ist Juti, okay. Juti ist down. Ist okay. Wir machen das jetzt mit Shotgun. Ich kann euch auch noch Ammo geben sonst. Stellt euch einfach. Oh, okay, ist wieder im Baus-Modus. Was heißt das? Ja, er ist hier Dingens, so, ist unsterblich. So, wir gucken. Machen es jetzt so. Wenn, sobald er wieder damagebar ist, also jetzt, stellt euch einfach auf euren Rex drauf und schießt von dem Rex runter mit der Shotgun auf ihn drauf. Und auch wenn er gleich abhaut, machen wir das gleiche. Wenn er, wenn ihr Munition braucht, sagt mir Bescheid. Ja, ich hab nicht mehr so viel. Okay, das ist jetzt ungeil. Der ist jetzt der Drache geworden. Ich weiß nicht, ob der mit dem Drachen, also ob der als Drache auch Feuer speien kann. Könnte aber auch sonst absteigen und drauf schießen. Ich bin tot. Scheiße, brennst du auch? Ja. Verdammt. Grünes Feuer an mir. Ja, ungeil.
Also mit Strohfeln, die draufstehen, hat jetzt nichts. Nee, das war dann an der Stelle nicht so geil. Okay, du weißt ja, wie du wieder herkommst. Diese scheiß Drohnen da oben. Das ist das Schlimmste, was er werden kann, dann offensichtlich. Wegen dem scheiß Feuerspucken. Knabber an seinem Schwanz, Julie. Machst du gut. Ja. Aber der ist... Ich weiß nicht, ob sein Feuer tatsächlich so viel Schaden macht, wie Feuer macht. Weiß ich nicht, aber er hat mich komplett leer gemacht. Das sieht nämlich nicht so aus. Nee, oder? Nee, das, der macht keinen Brandschaden. Okay, dann hatte ich nur der Skill, der Move an dich, an sich hat dich gekillt. Ein Rex ist tot. Vielleicht brennt er doch. Nee, war mein. Doch, Julie hatte auch eine grüne Flamme um sich rum. Echt? Ja. Aber da waren zu wenig Damage-Zahlen irgendwie. Na, gucken wir mal. Egal. Phase ist gleich wieder vorbei. Wir haben ja noch drei Rexe insgesamt. Keine das passt Munition, also. Ja. Okay, dann komm zu mir. Siehst du mich? Ich bin hier so am Rand. Nee. Jetzt haben wir ihn wegschnabuliert. Wir haben ihn. Ich geh zu Julie. Ich seh dich, ich seh dich. Das ist letztes Drittel, richtig? Okay, hier ist Muni. Was heißt letztes Drittel? Das ist jetzt Damage drauf machen wieder gleich, Julie, ne? Ja. Noch nicht? Jetzt gleiches System wie gerade. Ah, egal. Setz dich auf den Rex. Sonst geh ein bisschen auf Abstand, Kippi. Ja, aber mein Rex läuft immer weg. Kann man jetzt Schaden machen? Nein, noch nicht. Schild weg ist. Das ist ein Schild. Sobald das Schild weg ist. Jetzt Schaden. Er ist wahrscheinlich neutral, Julie, deswegen. Einfach schön mit der Pump drauf. Oh, aua, das tat weh. Wieder auf den Rex drauf, Julie? Ja. Du kannst aus der Entfernung auch noch drauf schießen, ne? Der steht hier rum. Ich komm nicht hin. Warte mal, ich mach. Also seine Rüstung hier. Ist halt auch kaputt, Tunika, ne? Hier, jetzt kannst du. Wo ist mein Kegel? Julie, es ist eigentlich egal, auf welchem du sitzt. Hauptsache, du sitzt auf einem. Das ist der letzte, wo keiner von uns drauf ist. Okay. Ich bin wieder drauf. Okay. Er hat wieder Schild an. Wieder Schild, da können wir wieder hinkommen. Ja. Ich kill in der Zeit mal die Drohnen, einfach weil die nur nerven. Sagt meine Rüstung eigentlich aus, oh, die ist noch heile. Alles gut. Meine ist komplett am Sack. Ja, du hast auch den Stein abbekommen. Das ist fies. Ja, er wird jetzt zum hoffentlich nicht zum Drachen. Bitte Brutmann. Nee, der hat doch. Der hat nee, er ist Affe. Er ist Affe. Achso, das wird random, oder was? Ja. Dreimal, oder wie? Nein, wir machen die ganze Zeit, bis er halt wieder HP hat. Wir machen halt kaum Fortschritt. So. Aber jetzt haben wir doch Fortschritt gemacht, oder nicht? Kommt ihr ran? Kommt ihr ran? Bisschen, ja, ja. Mit Schrotflinte oder ohne? Wenn du auf Distanz bleiben kannst, nimm die Schrotflinte. Nee, der boxt dich gerade. Okay, dann musst du tanken. Ich schieß mit Schrotflinte drauf. Ja. Okay, also er gibt mir einen Hit, dann bin ich down. Ich bin down. Was ist passiert? Ich dachte, ich wäre auf Entfernung und der kommt ran und hat eine Rude. Achso. Warst du nicht weit genug dein weg? Rex tankt gerade, wir müssen ihn behalten. Weil mit zwei Rex wird schwer. Yes. Oh shit, schon wieder keine Munition, ey. Boah, die Rexe, wie dumm die hier, die gegen die Wände laufen die ganze Zeit, ey. Rex tankt gerade. Ja, ja. Einfach drauf. Ach, hast du das mitbekommen, Gippi, dass der einen Stein nach dir schmeißt? Das ja, ist ja. Das, was dich halt killt, ne? Ja. Okay. Oh, jetzt hab ich fast dich erschossen, weil du vor mir auf einmal erschienen bist. Hier gibt es wieder back in town. Naja. Ich hab keine Stamina mehr, also meine T-Rex. Einfach weiter beißen, Julie. Hoffentlich kriegen wir in der nächsten Phase kaputt. Wir haben auch nur noch 12 Minuten Zeit. Rex sind tot. Was? Ja, es lebt noch ein Rex jetzt. Deiner, Julie. Aber ich habe auch kein Futter für ihn. Ist egal, einfach weiter campen. Kämpfen. Müssen, ja. Weil es bei meiner Musik auch buggy. Wir gehen vielleicht gerade noch so. Gibi! Ja? Mach mal die Konsole auf und schreib da rein Cheat, Leerzeichen, GCM. So, Julie, ja? Du musst uns jetzt carryen. Ja, jetzt ist okay. Was hab ich gemacht? Aber mein Team Bot Mode. Und der hat auch keinen Futter zu spielen. Alles gut, Julie, du bist aber nicht beim Boss. Du musst zum Boss kommen. Mit deinem Rex. Da sterbe ich doch. Nee, du schaffst das, Julie. Geh durch. Okay, shooten, gib Ego, shooten. Blocken mich. Shooten. Alter, da kommen immer mehr Strahlen raus. Ja, das ist ein Strahlemann.
Kann ich mich heilen? Also meinen T-Rex? Kannst du nicht. Mach, ich steig sonst ab und mach ohne. Edo! Dankeschön für den Raid. Das ist dein letzter Balken? Ja. Das ist hier das der geht, Rest. Wir machen gerade den Endboss von Island. Und es klappt gar nicht. Wir müssen cheaten. Also wundert euch nicht. Ah, ich bin abgefallen. Und DPS jetzt hier, los! Er kann nichts mehr. Schieß auf den Boss, Julie. Steig ab und schieß auf den Boss. Ich. Oh. Ist gleich down. Moment. Warum flieg ich? Weil du zweimal Leertaste gedrückt hast. Schnell, Damage. Jawoll. Yeah. We got him. Ach du Scheiße, meine Ohren. Ja. Der Overseer. Okay. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir hatten ein paar Opfer. Viel zu einfach. Okay, jetzt können wir noch warten. Jetzt kommt noch die tolle Cutscene zum Ende. Ja, die haben wir uns jetzt verdient. Der Überseher. Wenn hier irgendjemand gerade erzählt wegen dem Cheaten, Leute, ne? Dann hau ich euch persönlich aufs Maul. Ja, in-game. Ein Rex hat's überlebt. Ihr wisst genau, wie es gelaufen ist. Ah, ja. So, jetzt können wir noch. Wir müssen hier hinten hin noch. Wir gehen jetzt in den Kreis. So, jetzt das kommt jetzt gleich hier. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Kegger hat überlebt. Nicht da hinten. Das bin ich nicht, das ist Kay. We did it! Oh, geschafft, Gamma-Aufstieg. Wir haben gewonnen. Heftig. Wieso habe ich keinen Gamma-Aufstieg bekommen, Kay? Das ist das erste Ende von Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wie GCM. Möglich. Das ist schon eine geile Info. Aber du hast Cutscene, Gippy, oder? Ja, ja. Okay. Das ist eine coole Cutscene. Erklär mal, Kay. Was soll ich erklären? Wir fliegen durchs Universum, oder? Das sind die Dinger von Richtig. Fortnite. Das sind nicht die Dinger von Fortnite. Doch, die sind, wo man ruhig durchschiffen konnte. Hier, Spock. Hier, das schön. Für die 1000 Bits fürs Finale, yes. Das ist aber hell. Ja, ja. Schön, oder? Ist auch mit die kürzeste Cutscene. Das war die Cutscene? Ja, die anderen sind länger. Ey, aber jetzt könnt ihr mindestens sagen, ihr habt Ark durchgespielt. Zumindest auf Island. Ihr habt Ark ohne DLCs durchgespielt. Wir haben Ark durchgespielt und es ist nichts passiert. Dachte, YouTube-Titel. Wir haben Ark durchgespielt, aber es ist nichts passiert. Aus 4 Stunden wurden einfach 6 Stunden. Ja. Ja, ich meine, Julie hat aber auch alles dafür getan, dass es länger dauert. Sind wir mal ehrlich. Gar nicht, ich bin doch nicht schuld. Doch. So, erstmal, jetzt direkt. Wir haben heute mein Format Leben am Limit live abgeschlossen. Das war jetzt quasi das Ende. Jetzt sage ich das direkt auch nochmal für YouTube, ne, damit da nichts passiert. Ich glaube fast, das bringt aber nichts, das am Ende reinzumachen. Wir müssen das auch das muss dann sowieso am Anfang. Aber durch Probleme und so haben wir nochmal gesagt, wir machen ein schöneres Ende. Ne? Und von vornherein gesagt, unter Vorbehalt, wir werden cheaten, falls Sachen in die Hose gehen, falls es zeitmäßig nicht klappt, weil nur heute der mögliche Termin war, das zu machen. Da ihr ja natürlich wisst, dass ich ein Pro-Gamer bin in diesem Spiel und das Ganze schon x-mal gemacht habe, ist das ja nichts Neues. Die anderen beiden haben zusammen vielleicht 200 Stunden in dem Spiel und es ging jetzt darum, dass die Bosse mal sehen und auch das Ende mal sehen. Und das Ganze wurde kombiniert mit dem Schluss oder mit dem letzten Stream dieses Formates und deswegen wurde hier auch am Ende ein bisschen reingecheatet. So sieht's aus. So, das war's mit LAL Live, zumindest für die erste Season. Wenn ihr das jetzt auf YouTube gesehen habt, dann sind wir wahrscheinlich schon mit den Tests für die zweite Season durch. Deswegen trauert nicht, es wird weitergehen. Es war auf jeden Fall schon mal eine erste coole Staffel. Es hat mich gefreut, dass es so gut angekommen ist, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Und ich denke, in spätestens 2 Wochen geht's weiter mit LAL Live 2. Zumindest auf Twitch. YouTube kommt alles immer ein bisschen später, ihr wisst, wie es ist. Gut, danke fürs Zugucken und bis dann, ne? Tschüss.